Hallo, ihr da draußen. Willkommen zu unserem, sorry, wir hatten wirklich lange keinen Podcast mehr. Willkommen zu unserem wundervollen Space Radio Podcast. Der einzig wahre Weltraumfrosch-Podcast. Ich kann Intros überhaupt nicht. Wir haben einen wundervollen Gast heute. Ich möchte ihn begrüßen. Herzlich willkommen, Wolfgang M. Wow, das ist das Problem an uns. Wolfgang M. Schmidt, schönen guten Tag. Du hast nicht gesehen, was wir gerade gesehen haben. Ja, das da sind noch unsere. Guten Tag. Auf den anderen Monitor. Ja. Warte, jetzt darfst du Hallo sagen. So. Jetzt ist alles gut. Wir sind ganz professionell. Hallo. Ja, hallo, hörst du uns noch? Ja, ich höre euch noch. Ah, perfekt. Gut. Ja, hallo, hallo Wolfgang. Schön, dass du da bist. Hallo Steve, hallo Rick. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns schon 10 Minuten gerade unterhalten, ne? Nein, wir machen das ganz spontan. Ja, man muss es vor der Kamera muss man dann immer noch mal. Ist so, auch im hallo, Fernsehen, im Fernsehen du auch hier. So. Ja, ne? Oh, dann sieht noch mal auch die Hand verkabelt. Schütteln. Ah. Wundervoll. Was wollte ich sagen? Achso, willkommen Chat natürlich. Wir müssen erstmal warten, bis alle. Ah, nee, wir müssen gar nicht warten, bis alle angerollt sind. Wir haben ja schon den Countdown gehabt. Wir können direkt loslegen. Genau, direkt mit der ersten Frage. Hast du einen Namen für deine Zuschauer? Weil ich hatte bei uns, als wir im Stream angekündigt haben, dass wir mit dir podcasten, hat einer von der Wolfgang geredet und das fand ich sehr lustig. Nein, das wusste ich nicht. Also ich höre schon mal Wolfgang, aber ich wusste nicht, dass es, aber vielleicht sollte ich das übernehmen, dass es dann so wie Lady Gaga Little Monsters zu ihren Zuschauern sagt. Genau. Also die Leute müssen sich ja mit dir identifizieren, weil dann sind sie eher bereit, ihr Geld zu spenden. Genau. Wir sagen darum ja geht's auch, dir. Das ist alles, was zählt. Wir sagen auch Kevins zu unseren Leuten. Also so. Ja. Wir machen es nicht ganz richtig, wir beleidigen unsere Zuschauer. Hey. Kevin ist nicht zwangsläufig eine Beleidigung. Nicht zwangsläufig. Aber Kevin ist ein guter Name. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Name. Erläutere mir bitte, wieso. Ich finde, der hat einen guten Klang und ich kenne ja auch einen sehr guten Schauspieler, der Kevin heißt. Ah. Welchen denn? Kann man ja nochmal überlegen, der mit dem Wolf tanzt. Kevin Kühnert. Ja, auch ein Schauspieler vielleicht, ja, wer weiß. Ich meine, in Amerika ist der Name ja, anders verbreitet. Hier gibt es ja diesen berühmten Satz mit Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Oh, das ist gemein. Ja, das ist super gemein. Ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, so in diesem Diskurs gekommen, vor allem Anfang der Nullerjahre, als man so den Neoliberalismus dann in die Tat umsetzte, versuchte man ja so ganz stark mit klassistischen Argumenten Leute abzuwerten und eigentlich zu sagen, wir müssen jetzt diese Fördern und Fordern Reformen machen, um die Leute von der Couch zu holen. Und man zeichnete da gerne so das Bild des verwahrlosten Prekariats und so weiter. Und ich glaube, im Zuge dessen ist das gekommen, auch so ein Begriff wie Unterschichtenfernsehen oder so. Und dieses wurde ja eigentlich immer nur von Studenten geguckt, die nicht zur Vorlesung gegangen sind. Also all das wurde damals sehr stark geprägt und ist, glaube ich, bis heute noch sehr tief verankert. Und man erlebt das jetzt in dem Wahlkampf, dass man es auch noch mal so ein bisschen versucht. Also die CDU hatte jetzt auch noch mal gesagt, ob man so eine Pflichtarbeit einführt für Arbeitslose. Also man hat hier auch noch mal suggeriert, dass eigentlich die arbeitslos sind, faul sind. Oh Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil alles, was ich vom Wahlkampf mitkriege und gerade von CDU und so, ist halt, oh nein, links, das wäre ja ganz böse. Oh. Linke Politik, oh Gott, wisst, weil, ne, die Welt wird untergehen, nicht nur Deutschland. Wegen diesen linken Inhalten, die ihr alle kennt. Also Wahlkampf ist ja gerade sehr schmerzhaft. Ja. Ist schon beleidigend. Ja, aber ihr habt das doch sehr schön humoristisch zusammengefasst mit eurem Video zu den Wahlwerbespots. Ja, im fand ich sehr gut, sehr treffend. Alles mitgenommen in 5 Minuten. Ja, es war vor allem mal wieder satirisch, weil wenn du es halt so satirisch aufarbeitest, sind die Leute nicht so sauer. Genau, du kannst halt viel eher dich über Christian Lindner lustig machen, wenn du es einfach übertreibst und es ist halt Schwachsinn. Also wir haben uns ja nicht wirklich über Christian Lindner lustig gemacht, sondern einfach das Prinzip. Wir haben uns über Christian Lindner lustig gemacht. Eigentlich eher das Prinzip, dass man irgendwie nur gefühlt Christian Lindner kennt aus der FDP. Der Lolli liegt drüben. Der Lolli, ja. Das ist der alte Billy Wilder-Spruch, wenn du die Wahrheit sagen willst, sei lustig, sonst bringen sie dich um. Ja, stimmt. Das ist gut. Okay, das ist Das Problem bei uns ist halt ein bisschen, dass wir nicht so belesen sind. Wir sollten wahrscheinlich eigentlich mehr lesen. Es tut gut, glaube ich. Aber musst du nicht lesen, um lustig zu sein? Das ist richtig.
Okay. Ja, ich meine, Lesen ist gut, aber ich hab's nicht so mit dem Lesen. Meine Lese- und Schreibefähigkeiten sind eingeschränkt. Und ja, meine Konzentration. Das ist ja etwas, was du mit vielen Bestseller-Autoren teilst dann. Ja. Das brennt. Ich möchte einmal ganz kurz bevor, also ich weiß gar nicht, ich möchte nochmal unseren Zuschauern, alle, die Wolfgang M. Schmidt nicht kennen, willst du einmal ganz, also der Herr macht Filmanalysen, unter anderem, also selber auf einem eigenen Kanal. Du machst aber auch für, glaube ich, die Rocket Beans, warst du ja auch, machst du auch Filmanalysen, oder? Kann das sein? Und auf anderen Nein, ich bin da nur manchmal zu Gast. Ich bin da nur Gast. Oder bin dann bei Filmfights. Und versuche einmal nicht gegen Florentin Will zu verlieren. So etwas mache ich da zum Beispiel. Okay. Und ja, auf meinem Kanal, die Filmanalyse, analysiere ich jede Woche einen aktuellen Blockbuster-Film. Ich habe, glaube ich, fast zeitgleich mit euch angefangen, also Mai 2011. Etwa auch die Phase, wann ihr losgelegt habt. Ja. Und seit 2 Jahren mache ich noch einen Wirtschaftspodcast mit Ole Nymon zusammen, der heißt Wohlstand für alle. Der ist auch auf YouTube zu sehen und natürlich als Podcast zu hören. Den wollte ich auch gerade als nächstes ansprechen. Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Darüber sind wir auch auf dich aufmerksam oder auf euch aufmerksam geworden. Was habe ich, glaube ich, als erstes gesehen, war das Video mit der linke Partei, also wo ihr das Partei der Linken euch angeschaut habt. Das habe ich ihm dann gezeigt, weil wir halt persönlich nicht so krass viel wussten über die Linke. Dann wurde mir dieses Video durch den Algorithmus angeschwemmt. Und ich fand das sehr unterhaltsam. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich wusste überhaupt nicht im ersten Moment, wie ich euch beide einschätzen soll, so als Menschen. Weil man nur so ein Video schaut und dann also wir als YouTuber, wir labern ja so ladida rum und ihr habt ja dann noch ein bisschen eher so einen Anspruch beim Reden oder so ein Ja, nicht nur Anspruch beim Reden, ich meine, auch du hast ja auch offensichtlich Anspruch beim Kleiden, das zeichnet sich ja auch aus. Ich will auf mein Äußeres reduziert werden, ja. Ja, genau. Nee, ich wollte das jetzt nicht. Nein, das wollte ich nicht. Aber es ist ja auch, das wollten wir auch fragen. Ja. Ich meine, du hast ja jedes Mal einen anderen Anzug an. Und wir hatten vorhin überlegt, sind die Anzüge geliehen oder hast du einfach so einen Riesenschrank voller Anzügen? Weil die Anzüge sind ja teuer. Also ich trage nicht jedes Mal einen anderen Anzug. Ich versuche, Abwechslung reinzubringen. Aber es ist durchaus so, dass ich einen Anzug wie auch diesen hier mehrmals trage, nur nicht dann vielleicht immer hintereinander, dass man nicht in 5 Videos 5-mal einen gelben Anzug trägt. Aber tatsächlich sind das alles meine Anzüge. Es kommt aber hinzu, dass ich nie etwas anderes anziehe. Das heißt, wenn ich privat unterwegs bin, einkaufen gehe, ins Kino gehe oder sonst irgendwas mache, habe ich immer einen Anzug an. Insofern ist das gar kein Problem. Also die sind permanent im Gebrauch. Hm. Und woher kommt es? Also magst du einfach das Gefühl? Weil ich zum Beispiel, ich mag auch das Gefühl von einem Anzug, aber ich habe nicht die oder den Nerv dazu, quasi mich immer in so einen Anzug zu packen. Und ich persönlich fühle mich halt ein bisschen komisch, wenn ich damit dann so auf der Straße leger rumlaufe. Aber das ist ja, glaube ich, was Anzug, von... Wir sind keine Anzugmenschen. Aber es ist ja was von innen kommt. Also der wahre Anzug ist innen. Ja, genau, der Anzug. Yeah. Vielleicht. Würde mich interessieren, wie das kommt oder ob das, also was, also wo das herkommt. Oder weißt du es überhaupt gar nicht? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht, oder vielleicht weiß ich die Antwort und stelle die Frage lieber nicht. Also mir ist zumindest der Anzug etwas sehr Praktisches, denn wenn man Anzüge trägt, dann zieht man sie an und muss gar nicht mehr über Kombination groß nachdenken. Klar, welche Krawatte, welches Hemd kommt dazu, aber das ist ja relativ überschaubar. Mhm. Und ich habe mich so daran gewöhnt, dass es eigentlich für mich gar nichts anderes mehr gibt. Und Anzüge sind ja auch, wenn man sich gute aussucht oder beziehungsweise welche sich aussucht, die einem passen, dann ist das ja etwas sehr Bequemes. Also ich finde eine Anzugshose generell viel bequemer als eine Jeans. Und deshalb ist das zunächst mal gar kein Problem. Und ja, manchmal wird man komisch angesehen. Oder ich bin kürzlich durch Koblenz spaziert und da fragte dann sonntags so ein Mann auf der Bank, ob hier irgendeine Feierlichkeit sei. Und ich hatte einen Anzug an und so eine Schleife um und so einen schwarzen. Und ich schaute ihn ganz verdutzt an und sagte dann, wieso, glauben Sie? Ja, ist irgendwas los? Und er meinte aber mich damit. Und ich habe aber so getan, als sei ich damit gar nicht gemeint und wollte ihn einfach nur mal herausfordern, um mir zu sagen, was denn los ist. Und dann hat er aber so ganz schnell sich dann doch wieder zurückgezogen und hat dann gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich dachte, es sei irgendetwas. Ja, und schön auflaufen lassen. Das kann dann schon mal passieren. Aber sonst
ist es eigentlich ja auch angenehm. Und ich sag mal, in Berlin fällt man vielleicht ein bisschen mehr auf mit dem Anzug, weil da ja auch inzwischen Politik und Finanzwirtschaft rumläuft, als hätten sie die MTV-Sendung gestern verloren. Das kann natürlich passieren, aber in anderen Städten ist es ja ein bisschen besser. In Berlin kommt es wahrscheinlich auf den Bezirk an. Also Mitte und so, glaube ich, fällt man da nicht auf. Potsdamer Platz oder sowas. Da Nö. geht's. Aber Wedding. Eigentlich interessiert es in Berlin eigentlich gar keinen, was du anhast. Ja, ja gut, in Ja. Berlin sieht man ja eh Das siehst du alles. alles, ja. Deswegen, da Das wundert ist. man sich eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber nee, ich finde es ja auch Aber nicht. ich muss dir auf jeden Fall zustimmen, ich hasse auch Jeans. Jeans Ja. sind todesunbequem. Das war das Krasseste, was ich je gesehen habe, war Maniac, als wir nach Australien geflogen sind, Maniac der Mind. Maniac Mind, mit einer Jeans ins Flugzeug gestiegen ist, Langstreckenflug, wo ich dachte, was? Respekt. Ja, Respekt, aber Respekt. oh, Jetzt Das muss ich aber mal fragen, was trägt man sonst bei dem Langstreckenflug, wenn dann keine Jeans und kein Anzug? Jogginghose. Ja, du, Anzug kannst du natürlich auch tragen, aber Also sonst irgendwas ich, Weiches ja. halt. Einen weichen Stoff, wo halt nicht so eine dicke Nähte sind, die sich irgendwie dann über 12 Stunden einbrennen in deine. Also ich Ne? wechsle halt meistens im Flieger dann noch die Hose, dass ich halt irgendwas Gemütliches habe, weil ja, 12 Stunden rumsitzen, warum lasst du mich da aus? Also, ich meine, Ich mir stelle mir ist. gerade vor, wie du halt im Gang von dem Flieger halt stehst, deine Hose runterziehst. Da sind Toiletten. Die zu. Oder so kurz Ah. vorm Einsteigen oder sowas. Also, ne, also Mann, ey. da ist ja noch am Und die einfachsten. Stewardess denkt wahrscheinlich schon wieder, wie ist Gérard Depardieu unterwegs, weil der ja auch im Flieger immer mal die Hose runterlässt. Oh Gott. Lecker. Ja. Schöne Geschichten auch. Sehr schöne Geschichten. Ihr habt aber jetzt Politik. gerade Hosen an. Ja. Gut. Ja, sehr gut. Hosen Aber an. keine Jeans. Ich weiß nicht, was ist das für ein Stoff? Ach So, so, ja, Pistola. ich hab auch ein Mischgewebe. Das ist da ist ein sehr hoher Stretch-Anteil drinne. Und deswegen ist die sehr gemütlich. Hat aber trotzdem irgendwie so diesen Jeans-Look oder so. Darauf achte ich auch. Ja. Aber nein, find ich alles sehr schön. Ich will auf Politik gehen. Willst du direkt auf Politik Ja, ich gehen? will direkt auf Politik gehen, weil die Leute fragen sich sonst, warum sitzen wir hier und reden über Hosen? Und, oder? Na, wir haben es doch erklärt. Aber ja, dann sag doch, was du bei Politik wissen willst. Was interessiert dich? Weil Politik ist ja so Ich gerade weiß so. alles schon, Ricardo, ich weiß alles. Ist schwer, wie ich ja gerade meine, weil es wird ja über nicht wirklich was Wichtiges diskutiert, allgemein. Also. Die wichtigen Sachen gehen ja eher unter durch, oh mein Gott, die Linken und da. Also das, was mich ja auch bei den linken Parteien stört, denen ich ja eigentlich ja natürlich eher näher stehe, dass die ja auch nicht hinkriegen, ihre Inhalte zu transportieren. Das fand ich ja so interessant, als ich dann euer Video gesehen hatte. Ich hatte jetzt natürlich keine Lust, 160 Seiten Wahlprogramm der Linken durchzuballern oder 230 Seiten der Grünen. Und ich kann halt auch sehr gut verstehen, dass die wenigsten das wollen, so. Ja. Und das ist ja natürlich dann die Aufgabe auch der Parteien, das zu transportieren. Aber wenn jetzt ich mir angucke, wir hatten ja auch ein Video über die Grünen gemacht, über den Wahlkampf, dass die ja ihre Inhalte nicht transportieren, da steht ja was ganz anderes drinne, als man erwarten würde, wenn man sich halt den Wahlkampf anguckt oder womit sie halt werben. Ja, wenn die CDUler sagen, die wollen ja alles enteignen. Ja, genau, So. darauf gehen sie ja nicht ein, aber dann die Grünen hatten ja jetzt dann halt sowas wie Gendern und dieses Bild von wegen, oh, wir haben hier viele Frauen, was ja okay, aber es so, es überzeugt jetzt nicht so doll. Ja, mich wundert das auch, dass es eigentlich die linken Parteien nicht schaffen, mal ihre Themen wirklich ganz offensiv zu besetzen und nicht einfach sich so hertreiben zu lassen von den Konservativen. Die setzen ja die Themen und sagen so, wir wollen jetzt aber immer nur übers Gendern reden und versprechen den deutschen Bürgern, wenn wir gewinnen, dann wird es nie dieses Gendern geben oder nie mehr geben. Und dann reagieren permanent die Grünen, Linken darauf. Man kann ja auch einfach mal sagen, das ist halt dummes Geschwätz, da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Lass uns tatsächlich jetzt über Mieten und Wohnen sprechen. Lass uns darüber sprechen, wie groß die Ungleichheit ist und wie wir sie vermindern können. Und wie könnte man anders mit Geld umgehen und wo sollte da investiert werden? Und gerade die Grünen und Linken und auch mit Abstrichen die SPD haben ja in ihrem Programm auch sehr gut ausformuliert, dass das keineswegs uns in eine Planwirtschaft jetzt führen wird, wenn die gewinnen, sondern eigentlich geht es ja da um eine Erneuerung
und auch Transformation des Kapitalismus. Und was wir ja gerade so erleben, sind eigentlich zwei Kräfte, die dann auch politisch repräsentiert werden. Wir haben einmal auf der einen Seite dieses alte Kapital, also die Industrien, die die ganze Zeit mit viel Dreck viel Geld verdient haben. Und die werden auch geschützt von entsprechenden Parteien, also CDU, FDP und dann AfD auch noch auf ihre verrückte Weise versucht es auch. Und dann gibt es auf der anderen Seite die drei linken Parteien, die sagen, ja, das war ja jetzt alles ein ganz, ganz großes Problem. Und die Frage ist, wie schaffen wir das jetzt klimagerechter und wie schaffen wir es vielleicht dadurch auch nochmal einen neuen Wirtschaftsboom auszulösen, dann aber auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Feld, auf einem nachhaltigeren. Und gerade weil wir ja doch noch ein Land sind, das viel Forschung hat, ein Land sind, das auch technisch einiges aufzubieten hat, das eine Ingenieurskunst beherrscht, könnten wir ja da tatsächlich Vorreiter sein, um so auch fit zu sein für die nächsten Jahrzehnte, da ja nicht irgendwie so ein Vakuum entstehen wird und dann wird man warten, bis Deutschland sich mal langsam in Bewegung setzt oder die EU, sondern dann kommen halt andere und machen das gerade. Man sieht ja jetzt schon, wie China eigentlich die deutsche Autoindustrie vor sich her treibt. Wenn China sagt, ab 2030 wollen wir halt keine Verbrenner mehr haben, dann muss die deutsche Autoindustrie darauf reagieren, weil sie zum Teil ein Drittel bis zwei Drittel des Umsatzes in China macht. Da ist dann gar nicht erheblich, ob die Grünen ein Tempolimit machen oder ob die Grünen sagen, wir verbieten hier den Verbrenner oder machen sonst was, irgendwelche Feinstaubplaketten. Nee, da wird in China schon längst der Ton angegeben, weil der deutsche Markt gar nicht mehr so wichtig für die deutschen Autokonzerne dann ist. Und das ist interessant, dass diese Verschiebung so stattgefunden hat auf diese verrückten Aufregerthema, die dann auch bei Twitter rund gehen und dann gibt es ja dann in der Bild-Zeitung auch jeden Tag eine neue Verrücktheit dazu und dass wir dann zugleich so eine extreme Personenfixierung haben, was sich ja auch in den vielen Triellen jetzt zeigt, in all diesen Interviewformaten, die es gibt mit den Kandidaten, die aber ja doch eigentlich nicht mehr inhaltlich ausgerichtet sind, sodass ich glaube, wenn man auf die Straße gehen würde, weiß kaum jemand, was ihm steuerlich droht oder blüht, wenn die eine oder andere Partei regieren würde. Ja, wow, das ist jetzt ja, aber das ich finde ja interessant, die Angst, dass der Mittelstand vernichtet wird von den Grünen, weil ich habe eher das Gefühl, wenn ich mir die Sachen angucke, was die Grünen machen will, dass sie sich ein bisschen zu sehr auf den Mittelstand fixieren. Ich habe das Gefühl, dass wir davon profitieren würden, weil wir ja diese ja fast Solo-Selbstständige sind. Ich weiß nicht, ob es zwei, also wir sind ja nicht Solo-Selbstständige, aber wir sind ja fast. Wir sind halt ein kleines Mini-Unternehmen, also zwei Freiberufler quasi. Zwei Personen GmbH. Ja. Da gibt es ja viele Sachen, wovon wir profitieren würden und wo wir gerade von der CDU ja eben nicht profitieren, Richtung Internet, bestrafen sie uns ja mal mehr. Ich habe ja eher die Angst, dass sie sich zu wenig um die Unterschicht kümmern würden. Ich ja, also die Unterschicht sind ja die dann ja, also die brauchen ja das Geld, damit sie ja dann das Geld auch ausgeben können. Genau, es gab ja auch erstmal so ein paar Überlegungen, dass man auch tatsächlich Hartz IV weiter anhebt oder man will jetzt diese Grundsicherung und da gab es Vorschläge beim Grünen Parteitag, dass man mehr haben wollte. Also das, und jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass man das erstmal auf 50 Euro erhöht, was sicherlich zu wenig ist. Auch Mindestlohn müsste etwas höher sein, was da vorgeschlagen wird, ist einfach zu wenig. Das heißt, die Leute, die dann 45 Jahre Mindestlohn bekommen, die müssten immer noch bezuschusst werden, wenn sie in Rente gehen, weil sie sonst nicht genug von ihrer Rente, also von dem Erarbeiteten haben. Also das ist sicherlich ein großes Problem. Bei dem Begriff Mittelstand muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil den auch immer alle gerne im Munde führen. Und man könnte jetzt sagen, ja, ich hier so eine GbR und ihr seid erfolgreich und lebt in Berlin, das ist jetzt Mittelstand. Aber wenn man sich jetzt Mittelstand auch ansieht, dann könnte das sein der Mittelstands-DAX. Und im Mittelstands-DAX ist, glaube ich, dann so Springer-Konzern oder sowas. Das ist so die Höhe, ja. Also wir haben auch große Konzerne, die dann zum Mittelstand irgendwie gehören. Also das kann auch das Unternehmen sein mit 5.000 Mitarbeitern, die sagen dann, ja, wir sind ja Mittelstand. Und die unterscheiden sich dann doch wieder erheblich von dem, was ihr so macht und verdient. Und deswegen ist dieser Begriff gar nicht so leicht zu gebrauchen, beziehungsweise ist so ein Containerwort. Da kann man alles reinwerfen, was man so gerade braucht. Aber was man
sicherlich nicht sagen kann, ist, dass durch jetzt eine grüne Politik die deutsche Wirtschaft, was ihre Familienunternehmen oder so bedeutet, angegriffen wird, außer ein paar Zweige. Ja, natürlich. Aber das sind auch einfach Marktmechanismen, die da generell greifen. Also wenn es eine internationale Nachfrage weiterhin gibt nach schmutziger Energie, nach schmutzigen Produkten und so weiter, dann können die weiter existieren. Ja. Das wird aber nicht so sein. Man sieht es ja eigentlich sehr gut schon bei der Wall Street, wie da versucht wird, das Ganze zu verlagern. Wo investiert man eigentlich? Dann gibt es diese Environmental Social Governance Fonds, die sich da bilden. Auch BlackRock ist da dabei. Jetzt kann man sagen, da ist immer noch viel Greenwashing und alles. Und ich trau dem Braten auch da nicht jedes Mal. Aber man kann jedenfalls erleben, die haben das Problem erkannt und würden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, Öl, damit machen wir noch 30 Jahre so richtig Reibach, sondern da sagt man, vielleicht ist doch dieser Windpark eine ganz gute Idee und da investieren wir. Und das ist eine Verlagerung, die da stattfindet und das ist das neue Kapital. Und da kann das alte Kapital noch so lange sagen, wir wollen das aber weiterhin so machen und außerdem haben wir hier die Arbeitsplätze. Das wird die internationalen Investoren, und die sind ja sehr wichtig auch für die deutsche Industrie, einfach nicht interessieren. Dann ist man sehr schnell abgehängt. Also ich glaube, wenn man wirklich im Fortschritt in der Moderne ankommen will, dann muss man, denke ich, erkennen, dass da CDU und FDP eigentlich keine großen Antworten drauf haben. Was auch interessant ist, ist ja immer diese Frage, wer profitiert wovon? Hm. Also man könnte ja jetzt sagen, wen spricht jetzt die FDP an, wenn sie wirklich sagt, wir wollen jetzt keine Vermögenssteuer und keine Erbschaftssteuer und eigentlich sollen die nochmal Erleichterungen bekommen, die Superreichen. Ich wage zu bezweifeln, dass die wirklich reichen Leute davon profitieren würden, wenn die FDP sehr mächtig wäre und das umsetzen könnte. Denn was wäre das Resultat? Vielleicht hätte jemand, der 5 Millionen hat, dann plötzlich nochmal 200.000 mehr. Dann kann der sich freuen. Aber was ist da noch mit? Was ist da noch mit dran? Wenn die Spaltung in der Gesellschaft zunimmt, die Ungleichheit größer wird, dann wird man es nicht mehr so nett auf der Straße haben. Dann steigt man nicht mehr einfach so in eine U-Bahn. Dann braucht man die Gated Community, weil man sich abschotten muss. Man lebt in einem sehr destabilisierten Land, wo nicht mehr genügend in Bildung, in Medizin und so weiter gesteckt wird. Das ist auch dann für die Superreichen eigentlich nicht mehr angenehm. Denn theoretisch ist es ja so, wenn man reich ist, kann man eigentlich, wenn man jetzt nicht mehr an einen Arbeitsplatz gebunden ist, überall leben. Man kann ja dahin gehen, wo es richtig billig ist. Wir wären ja auch, wenn wir wahrscheinlich jetzt in Indonesien oder so leben würden, die Könige. Aber wollen wir da leben? Was bedeutet das? Das bedeutet eine solche Infrastruktur, das bedeutet eine sehr gespaltene Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der politisch sehr viel passiert, das einem Unbehagen bereitet. Das ist sehr unattraktiv. Ja. Und das Argument der Liberalen ist ja immer, wenn wir jetzt eine Vermögenssteuer machen oder wenn wir die Konzerne mehr besteuern, dann fliehen die ins Ausland. Aber interessanterweise kann man von dieser Kapitalflucht nie was erleben, weil vielleicht auch Klatten, Quanz und Co. sagen, okay, wir haben hier ein bisschen mehr zu zahlen, aber an sich ist das auch wesentlich angenehmer, in einem stabilen, sicheren Land zu leben, als jetzt irgendwo, wo wir vielleicht zwar noch mehr hätten, aber dann auch fast von einer Privatarmee bewacht werden müssen und ohnehin nicht mehr uns normal bewegen können. Also so, aber ich meine, das mit dieser Flucht ist ja eh schon so, soweit ich es mit. Ich habe da keine Zahlen, das ist einfach nur aus meinem Kopf, aber soweit ich es mitbekommen habe, kommen die meisten Steuereinnahmen aus der Mittelschicht, weil die Steuern sind ja schon in Deutschland sehr hoch. Also ich meine, es ist ja gerade, wir haben ja YouTuber-Flucht nach Madeira, wo, glaube ich, die Steuern bei 9% liegen. Das ist ja, du bist ja in Deutschland sehr schnell über 9%, da musst du ja nicht mehr wirklich viel verdienen. Und Spitzensatz ist was, 50%, 45%? Ja, irgendwie sowas. 45 bis 48. Ja, das ist ja schon im internationalen Vergleich sehr hoch. Also die meisten fliehen ja bereits oder haben also ihre Steueroasen oder so. Also aber das war ja früher viel höher. Also früher gab es ja zum Teil in manchen Bundesstaaten in den USA, das ging ja bis 90% drauf. Da sind die mit ihren 75% locker. Unter Helmut Kohl hatten wir einen höheren Spitzensteuersatz als jetzt.
Also das ist keineswegs so, also das ist eine Entwicklung, wo man auch wieder sehen kann, Politik, das ist eine Frage von Interessen und man kann daran immer sehr gut nachvollziehen, welche Interessen sich so durchgesetzt haben. Denn wer ja so richtig belastet wurde, sind eigentlich die ganz normalen Leute, die zum Beispiel das meiste, was sie so verdienen im Monat, ausgeben müssen. Entweder für Miete oder für den Konsum, also für Alltagsprodukte und Klamotten und was so alles dazugehört. Und was man da erleben kann, ist, dass die Mieten stark gestiegen sind und auch weiter steigen werden und dass die Massensteuern, also zum Beispiel auch sowas wie die Mehrwertsteuer, ja angehoben wurden. Also da waren wir mal bei 16%, dann hat die SPD gesagt, nee, also mit uns gibt es nicht 2% mehr, das wollte die CDU, da hat man gesagt, das ist die Merkel-Steuer, die wollen wir nicht. Und nach der Wahl, was hat man gemacht? Da war die Mehrwertsteuer plötzlich bei 3%. Ja? Und das ist aber etwas, das fehlt dann jedem. Also das kann man sich ja einfach durchrechnen, wenn man 1.000 Euro im Monat verkonsumiert und man musste immer 16% Mehrwertsteuer davon abführen und plötzlich sind es 19%, dann ist das, was wirklich fehlt. Und das fehlt natürlich den Leuten, die wenig haben, besonders. Denn wenn man irgendwann in ganz hohen Summen ist, verkonsumiert man ja eh sein Geld nicht mehr. Ja. Also jemand, der ein paar Millionen macht, der geht ja nicht auf die Bank, hebt das Anfang des Monats ab und geht dann einkaufen. Nee, ich glaube, da muss man schon irgendwie so ein teures Hobby entwickeln. Teures Hobby. Naja, klar, ich meine, vielleicht ist es ja sogar besser, wenn sie teure Hobbys entwickeln und dann halt sich teure Autos ausgeben. Also das ist halt, ist ja besser, wenn sie es wieder ausgeben, als wie ein Drache auf dem Geld zu sitzen. Aber ja, man muss ja schon gucken. So. Also irgendwann hast du genug Zimmer in deiner Wohnung und dein Auto macht Brumm-Brumm. Also noch mehr Brumm-Brumm brauchst du dann auch nicht mehr. Es sei denn, du sammelst Brumm-Brumm. Oder noch mehr PS, damit du noch mit mehr Leistung im Stau stehen kannst. Oh so. Ja, toll. Nee, ich fand aber auch das, ja. Entschuldigung, ich wollte einmal ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil ich fand das sehr interessant mit den wenn du reich bist oder so, dass du quasi eine gated community brauchst oder sowas. Ich habe das, oder wir haben das halt auch so ein bisschen so gespürt, als wir in Südafrika waren. Als wir in Südafrika waren, ich wollte es einfach mal so ein echtes Beispiel geben, weil da ist es halt wirklich so und du hast dich so gefühlt, wir mussten, um quasi sicher von A nach B zu kommen, überall mit dem Taxi hin. Und es gab halt spezielle Läden, wo du reingehen konntest, so als Weißer, ohne Probleme. Und du bist halt, also wir hatten auch einen Guide und allen möglichen, dass wir da halt nicht irgendwie überfallen werden oder sonst irgendwie was, dass wir halt quasi sicher sind. Ja, das war ja, als wir da bei Mama Afrika raus sind, der wollte uns ja nicht normal, also der wollte uns nicht laufen lassen, unser Hotel war nicht weit weg, aber es war schon nach 10, ja. Es war dunkel, der hat uns halt ein Taxi aufgeschwatzt, also der wusste, das sind Touris, das ist bei denen halt, ja, drin, die müssen Taxi nehmen. Und wir waren ja auch in den Townships drin und da siehst du schon die Unterschiede. Und überall, jedes kleinste Haus hatte Videoüberwachung und Stacheldrahtzäune, alles. So, also. Genau, und sowas, ja, da ist halt wirklich die Frage, will man sowas? Will man so leben? Das fand ich halt sehr interessant, weil wir es halt ja quasi auch gesehen haben, dass so sein kann. Und es ist super unangenehm. Du fühlst dich einfach nicht wohl, weil du dich wirklich nicht wie eine Gemeinschaft fühlst, sondern wie zwei Parallelgemeinschaften, die irgendwie nebeneinander existieren. Das ist halt, ich weiß nicht. Da kann die Natur drumherum noch so schön sein. Jetzt zu beobachten, dass relativ viele Millionäre oder sogar Milliardäre sagen, besteuert mich jetzt mal vernünftig. Also die auch inzwischen, man darf es jetzt nicht zu sehr glorifizieren, aber die inzwischen diese Ungleichheit auch als ein Problem ansehen und die nicht nur sagen, naja, ich mache ein bisschen Charity, dann ist doch alles wieder gut, sondern es gibt dann tatsächlich welche, die sagen, warum steht mir das eigentlich zu und was bedeutet das eigentlich für eine parlamentarische Demokratie, wenn man zwar bei der Wahl eine Stimme hat und jeder hat eine Stimme, aber wenn man dann auch so viel Einfluss nehmen kann, beziehungsweise wenn das Gefühl und auch die Realität tatsächlich dann so ist, dass es immer mehr so weit auseinander geht, dass man auch gar nicht mehr wirkliche Aufstiegschancen hat. Und das ist, glaube ich, auch dann etwas, was vielleicht Leute, die mit der FDP stark liebäugeln, verstehen müssten. Also man könnte sagen, die FDP spricht ohnehin nur wahrscheinlich 2% der Bundesrepublik wirklich an mit dem Programm, was sie da machen. Und die anderen wählen es aus Unwissenheit.
Aber bei selbst diesen 2% würde ich bezweifeln, dass sie dauerhaft davon profitieren würden, es sei denn, sie wollen in solchen, wie von euch gerade beschriebenen Zuständen leben. Oder wir können ja auch uns entsprechendes schon in den ganzen dystopischen Filmen und Serien ansehen. Auch da ist das ja inzwischen so ein Topos geworden, Gated Community, und was das dann bedeutet, draußen bürgerkriegsähnliche Zustände, das ist alles nicht sehr angenehm. Ja. Ja, ich meine, natürlich sind wir da noch ein bisschen weit von entfernt, und Südafrika hat ja natürlich auch eine schwierige andere Geschichte, die natürlich dazu geführt hat. Wenn du einmal diese Armut hast, ist es, glaube ich, auch relativ schwer, sie erstmal wieder wegzukriegen. Aber ja, mit FDP ist es interessant, weil unser Video, wir waren natürlich auch sehr kritisch gegenüber. Also ich fand es auch interessant, dass es ein paar Leute anscheinend überrascht hat, dass wir der FDP gegenüber so kritisch sind. Aber dass so viele Leute die FDP mögen, und das, weil ich meine, Christian Lindner sagt ja auch ganz offen, dass er am liebsten die CDU als Partner hätte. Und bei allem dem, was die CDU sich gerade erlaubt, denke ich mir doch, das ist doch das Ausschlusskriterium Nummer one. So, und so. Also, Laschet gibt sich ja beste Mühe, wirklich täglich irgendwie sich zu blamieren. Und die anderen machen es ja auch nicht besser. Ja, und ich habe mich auch gefragt erstmal, wie kann es sein, dass die FDP bei jungen Leuten so beliebt ist? Denn es gab ja immer dieses Argument, wir müssen mal das Wahlalter auf 16 legen, was ich nicht so schlecht finde. Und dann werden aber auch viele Leute oder fast alle jungen Leute werden ja dann nicht mehr CDU wählen. Und das stimmt auch. Aber es wählen ja sehr viele Leute dann und noch mehr Leute dann FDP. Man hat das ja jetzt beim Politbarometer nochmal gesehen. Da kam die bei den jungen Leuten auf 21%. Also viel mehr als sonst im Bundesdurchschnitt. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, eine Antwort ist, dass diese ganzen Coachings, die es ja gibt, diese ganzen Coaches, die irgendwas von Kryptowährungen erzählen, die sagen, hier sind die 7 Schritte, mit denen du reich werden kannst. Jetzt steig aus dem Hamsterrad. Hier ist mein Alpha-Coaching und wie das alles die heißt. Die Frank Thelen 10xDNA. Genau, wenn du dann schaffst du das, und außerdem ist der Staat pleite und darf nicht noch mehr Geld drucken und so weiter. Aber hier, wir haben hier mit Krypto die Lösung. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann auch mit so einem Leistungsimperativ und mit Fitness, also Karl S. redet ja dann davon, man muss ein Business-Athlet werden. Das ist für junge Leute und ich würde mal sagen, vor allem für Männer sehr, sehr attraktiv, die sicherlich auch vielleicht unglücklich sind in der beruflichen Situation, in der sie stecken, oder auch vielleicht eine gewisse Perspektivlosigkeit sehen, denn wir leben nicht mehr in einer Aufstiegsgesellschaft, sondern wie der Soziologe Oliver Nachtwey sagt, in einer Abstiegsgesellschaft, dass das nochmal irgendwie so zieht. Und da gibt es doch viele Überschneidungen zur FDP. Auch die Meme-Produktion eines Christian Lindner ist ja ganz erstaunlich, dass er da auch in diesen Kreisen dann so ein bisschen gefeiert wird als der, der Klartext redet, der durchgreift, der auch dynamisch ist und dies auch ausstrahlt. Das ist eine hohe Attraktivität, aber sie ist nicht unbedingt einem ökonomischen Sachverstand geschuldet. Ich habe ganz plump manchmal auch das Gefühl, das ist jetzt, die kommen vielleicht auch bei den Jungen so gut an, einfach wegen der Aufmachung teilweise. Einfach weil, man hat einfach generell das Gefühl, es sind jüngere Leute und die haben eine moderne Aufmachung und das spricht halt vielleicht einfach die Leute eher an. Und ganz plump, weißt du, da musst du gar nicht so tief gehen. Ja. Manchmal ist es einfach nur dieses Oberflächliche irgendwie. Ja, so. Und dann zusammenhängt vielleicht auch mit diesen selbst in die Hand nehmen. Was ja prinzipiell ist es ja nicht falsch so, dass wir jeder unser Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Aber gerade diese Coaches geben mir jetzt ja nicht wirklich einen Mehrwert. Also das finde ich aber so interessant, dass die alle irgendwie empfehlen, ein Firmen zu gründen, die, also sind ja immer Beraterfirmen, glaube ich. Der Karl S. ist ja von wegen, wie du eine Berater, also du kannst doch nicht alle Leute, also wir brauchen doch nicht 10.000 Berater, wir brauchen auch Leute, die irgendwie was machen. Und warum sollte ich einem Berater so viel Geld geben, dass er davon so reich wird? Weil das ist doch nur ein Berater. Ich kann mir doch ein YouTube-Tutorial angucken. Hey, Informationen sind Gold, Ricardo. Ja, aber wie viel Geld muss diese Information geben, dass sich dann diese Leute dann also noch reich werden lassen können? Es ergibt irgendwie keinen Sinn, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, man glaubt, man könnte
das System austricksen. Also es gibt da so ein Geheimnis und wenn man das mal hätte, dann kann man auch ganz einfach Geld verdienen. Also zum einen finden sie das ganz schlimm, was Linken vorschwebt. Ja, dann sagen sie, ja, das geht, führt in eine Richtung, die sozialistisch ist. Oder sie sagen, ja, die versprechen ja das Schlaraffenland. Ja, das kommt ja sehr häufig, dieser Vorwurf. Und zugleich versprechen die aber auch das Schlaraffenland, indem sie sagen, du brauchst nur beim Marketplace noch einen Online-Shop zu machen und dann kaufst du über Dropshipping aus China etwas, du brauchst das gar nicht bei dir lagern, du vertreibst das nur weiter und findest genug Dumme, die das für den doppelten Preis bei dir abkaufen. Also, dass das kein sinnvolles Wirtschaften ist und dass das auch ein Modell ist, das auf extrem tönernen Füßen auf Dauer steht, müsste ja eigentlich jedem klar sein. Und dass das aber so funktioniert, ist erstaunlich und dass das auch mit so einem Leistungsimpetus verbunden wird, wo man sagen kann, ja, worin besteht denn da die Leistung? Das sind ja Taschenspielertricks. Und ähnlich auch, was du angesprochen hast jetzt mit diesen Beratungen, was soll denn da eigentlich passieren? Also wenn wir jetzt alle Berater werden, was ist denn dann? Also beraten wir uns dann alle nur noch gegenseitig? Aber wer produziert dann noch irgendetwas, was wir uns vielleicht auch mal abkaufen können, außer jetzt Beratung? Das ist, Wolfgang, es gibt der von Markt Gerhard Schröder dieses, der ja, Markt regelt es gibt das. Von Gerhard Schröder diesen sehr schönen Satz, und sonst hat er nicht viel Gutes gesagt, aber dieser Satz stimmt, wir können nicht davon leben in Deutschland, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden. Und ich würde sagen, wir können auch nicht in Deutschland davon leben, dass wir uns gegenseitig alle nur noch beraten. Ja, aber auch zu dem mit dem doppelten Preis, das ist ja noch harmlos. Tatsächlich ist ja, ich meine, weiß dieses Zahnweiß-Ding, das wurde ja für 180 Euro, glaube ich, Stück verkauft. Ich weiß nicht, dieses. Ach so, dieses, was diese Influencer quasi. Smile Secret, was du mal gesehen hattest. Was man an das Smartphone auch anstöpseln kann, ne? Ich keine Ahnung, das ist auf jeden Fall so nur so ein bisschen LED-Licht, was du dir da in den Mund schiebst, ja. Mit einer Paste irgendwie und angeblich machst du die Zähne weiß, ja. Ich glaube, ja. Stückpreis ist irgendwie 8,99 und ich hatte auch mal mit Leuten zu tun, die mir sehr unsympathisch waren, die halt auch so meinen, von wegen Einkaufspreis 3 Euro und 90 Euro dann verkaufen. Also das Doppelte ist ja noch, das kann man ja irgendwie noch rechtfertigen, dass natürlich der Einkaufspreis geringer sein muss als der Verkaufspreis, weil natürlich muss der Händler ja verdienen. Aber das waren auch so Leute, die so Ideen hatten, Google-Anzeigen quasi. Was war Flensburg-Punkte? Kannst du kostenlos abfragen? Also macht man eine Seite, wo es dann kostenpflichtig ist, die dann einfach nur diesen kostenlosen Dienst abfragt und per Google-Anzeigen packt man sich nach ganz oben. Das ist zum Beispiel, muss man auch aufpassen, wenn man sowas wie OpenOffice und sowas runterlädt, hast du oben Anzeigen, wo es dann kostenpflichtig ist, obwohl das Open steht ja für kostenlos bei OpenOffice, so. Wo dann Leute ganz stolz darauf sind, dass das ihre Idee ist, mit denen sie dann Geld verdienen, wo ich mir denke, so ein bisschen Würde kann da auch ein bisschen gut tun. Das ist nur Abzocke. Ich meine, ich glaube, sowas gibt es ja auch schon zuhauf mit so Schufa oder sowas. Du kannst ja einen Schufa irgendwie dir relativ einfach selber holen, aber es gibt auch Firmen, die du engagieren kannst, die das für dich machen. Irgendwie. Ja. Was halt so dieser Schwachsinn ist. Hä, aber wenn es umsonst geht, warum sollte ich denn euren Dienst benutzen? Ach, darum. Aber da gibt es halt Leute, die dann jetzt nicht unbedingt im Internet, aber halt dann privater ganz offen erzählen, wie sie halt damit Geld verdienen. Und denkt man sich so, okay, das ist nicht cool. Das würde ich, also nicht nur, dass man das macht, sondern dass es dann auch Leute privat zugeben. Hm. Ja. Das hat mich doch sehr erschrocken. Ja. Wo ist die Würde? Ansonsten, was ich auch noch mir eingefallen ist, was auch interessant fand bei, war es ja bei 13 Fragen. Die andere Seite war ja leider, also hat ja nicht sehr viel gegeben. Ganz kurz Kontext. 13 also Fragen. 13 Fragen ist ein ZDF-Format und da werden immer quasi, oder wird eine Frage gestellt, oder? Oder ist es so ein. Und dann gibt's Pro- und Kontra-Seite. Es gibt immer eine Seite. Also es gibt immer ein Thema. Das bei Folge mit dir war es ja Erbschaftssteuer. Soll die Erbschaftssteuer erhöht werden? Und du warst auf der Seite, die meinte, ja, bitte nehmt den Reichen das Geld weg. Und dann waren auf der anderen Seite ein paar, die halt dick geerbt haben oder dick erben wollen. Ich weiß es nicht. Die meinten, nee. Das haben meine Eltern ja erwirtschaftet für mich. Genau, also ich meine, das Mädel konnte man wenigstens verstehen, wo sie herkommt. Das war ja wenigstens quasi die Liebe der Mom, soll mir nicht weggenommen werden. Das ist ja das kann man ja verstehen. Die anderen waren ja eher so, wenn ich Geld habe, dann ist das gut für die Gesellschaft. Das ist so, okay. Was da interessant fand, weil
das einzige Argument, was man ja durchaus gegen höhere Steuern sagen könnte, ist halt sowas wie Andi Scheuer oder halt, dass die Steuergelder dann irgendwie aus dem Fenster geworfen werden oder irgendwelche Politiker damit irgendwas machen. So, das sage ich mir so, das wäre doch mal wenigstens ein Argument, was man bringen könnte, weil es ist ja nun mal leider so, dass der Staat allgemein nicht sehr effizient ist und Korruption gerade ist ja schon da, ganz offensichtlich. Ist natürlich im Endeffekt kein weites Argument, weil das Korruption muss natürlich bekämpft werden. Aber irgendwie dachte ich so, warum kommt das nicht? So, warum einfach mal den Andi Scheuer droppen? Ja, wie war das? Naja, das ist, glaube ich, etwas, was dann in dem Diskurs ein bisschen noch stattfindet, wenn sie sagen, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer oder sowas. Also da gibt es das vielleicht dann schon mal. Aber sonst war das doch eher so, dass man Leute auf der Gegenseite hatte, die einfach nichts abgeben wollten und dann auch entsprechend reagierten. Ja, das ist ein... So Kindergarten-mäßig. Ich fand es ein bisschen amüsant, dass am Schluss ja immer so Statements kommen. Am Ende dieser Sendung und dann sind immer zwei Kontrahenten stehen da nochmal zusammen und reflektieren das Gespräch und es gab dann das mit den anderen vier und Roland hieß der andere, also der auch meinte, dass man mit 100 Millionen ja schließlich noch nicht reich sei und ich standen also auch da und sollten ja reflektieren über das Gespräch und haben das auch getan, aber das wurde dann nicht gesendet, das wurde nicht ausgestrahlt und ich habe aber auch nicht nachgefragt, warum, vielleicht war einfach die Sendezeit rum, also das kann ja manchmal sein, dass das einfach nur zeitlichen Maßgaben zum Opfer fällt. Aber eigentlich wäre es schön gewesen, denn er hat dann nochmal gesagt, dass das so sei, die Leute, die halt wenig verdienen, die müssten halt an ihrem Mindset arbeiten. Woraufhin ich dann sagte, wer Mindset sagt, hat den Verstand verloren. Das wäre doch eigentlich eine schöne Pointe gewesen, aber das wurde nicht gesendet. Oh. Vielleicht zu fies. Vielleicht, ich meine, man muss ja sagen, der war da ja auch ja mit am peinlichsten, weil die Aussage, mit 100 Millionen ist man nicht reich, ist ja schon... Ich meine, die Leute regen sich ja schon auf. Wir hatten es, hatte ich auch schon im Chat gesehen. Der Merz ist ja der Meinung, dass er mit 1 Million ja im Jahr ja noch Mittelstand ist. Lindner hat ja auch quasi sich selber nicht als reich bezeichnen wollen in dem einen Interview. Irgendwie. Aber dann nochmal bei 100 Millionen, wo ich mir denke, was gibt es denn bitte mit 100 Millionen, was man sich nicht leisten kann, außer, keine Ahnung, eine Basis auf dem Mond? So. Zwei Basen auf dem Mond? Ja, also. Das, ich habe nicht sehr viele von diesen 13 Fragen gesehen. Ich habe mitbekommen, dass durchaus manche Folgen wohl gut ankamen. Also das ist ja doch auch ein Format, was ja eine interessantere Richtung geht. Aber die Folge hat mir jetzt nicht so viel mitgegeben, weil ich war ja eh schon auf der einen Seite. Deswegen und die andere Seite ist ein bisschen plump gewesen von den Argumenten her. Ja. Vielleicht gibt es aber auch gar nicht viele gute Argumente gegen eine Erbschaftssteuer. Also das kann ja sein. Also es gibt ja auch bei anderen Themen vielleicht einfach mal einen gewissen, also dass vielleicht auch mal einfach eine Seite recht hat. Also das ist ja durchaus möglich. Was ich so interessant finde, wenn über Geld gesprochen wird oder über Finanzen, über Geldpolitik gesprochen wird, dass sich das so interessanterweise gar nicht popularisieren lässt. Also bei Erbschaftssteuern vielleicht noch oder so, aber dass das gar nicht einen Shitstorm zum Beispiel produziert. Also um mal ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen. Es gab in den Tagesthemen gestern von der SWR-Wirtschaftsexpertin einen Kommentar, wo sie warnte vor der Inflation. Und sie erzählt halt absoluten Humbug da. Und sie ignoriert eigentlich alle wirtschaftswissenschaftlichen Fakten der vergangenen 20 Jahre. Also sie ist da an irgendeiner ordoliberalen Sache dran, neoliberalen Paradigma, das sie nicht verlassen kann. Und sie wiederholt deswegen ein Paradigma, das überhaupt nicht anwendbar ist auf das jetzt hier und erzählt dann einfach Unsinn, sagt dann auch, wie schlimm das ja ist für die Häuslebauer, wenn jetzt die Zinsen so niedrig sind und man denkt, wenn die Zinsen hoch wären, dann hätten Leute, die ein Haus gekauft oder gebaut haben, ein großes Problem, denn
vorstellen, wenn man plötzlich 5% Zinsen hat und muss dann einen Kredit abzahlen über 20, 30 Jahre, dann zahlt man das Haus quasi doppelt. Also die profitieren davon. Oder dann macht sie nochmal dieses Bild auf, ja, Inflation, das ist jetzt, wenn die Leute sagen, ist mir egal, ich kaufe das Lastenrad auch für 200 Euro mehr. Also man versucht da auch nochmal so ein bisschen Grünwashing zu betreiben. Also es ist wirklich totaler Unsinn, dieser Kommentar, aber er wird gesendet. Und dann gibt es dann so bei Ökonomen eine kleine Aufregung darüber, dann auf Twitter, aber eigentlich passiert damit nicht viel. Und man müsste, glaube ich, viel stärker auch das mal skandalisieren. Auch wenn Merkel zum Beispiel im Bundestag im Dezember 2020 sagt, ja, die Schulden, die wir jetzt aufnehmen, sind natürlich auch eine Belastung für die künftigen Generationen. Und man einfach mal sagen muss, nee, warum denn eigentlich? Also ein Staatshaushalt funktioniert nicht wie ein Privathaushalt. Ja. Ein Staatshaushalt kann immer mehr Schulden aufnehmen. Man muss natürlich die Inflation im Auge behalten. Also wenn man jetzt jedem Bürger 20.000 Euro schenkt, dann werden wir wahrscheinlich ein inflationäres Problem bekommen. Vielleicht sogar ein hyperinflationäres. Aber wenn man zum Beispiel Geld ausgibt und das vernünftig lenkt, zum Beispiel in Windenergie, Solarenergie und sonst was, damit mal alle öffentlichen Dächer ausstattet und vielleicht auch noch Privatdächer fördert damit, dann würde das vermutlich nicht dazu führen, dass es eine Inflation gibt. Und das wären gute Schulden, weil sie das Leben in Deutschland lebenswerter machen, am Ende auch etwas günstiger machen dann durch diese neue Form der Energiegewinnung. Und hätte da eben nicht das Generationenproblem, das da beschworen wird. Aber das ist so eine Sache, dass diese Begriffe gar nicht so präsent sind. Oder als Merkel hat doch 2008, 2009 bei einem Wahlkampfauftritt in Baden-Württemberg gesagt, ja, hätte mal die Finanzwirtschaft so gewirtschaftet wie die schwäbische Hausfrau, dann wäre uns das mit der Finanzkrise gar nicht passiert. Und man denkt, also wenn im modernen Kapitalismus man wirtschaften würde wie die schwäbische Hausfrau, und das bedeutet ja, wenn man eine Mark hat, kann man nicht zwei ausgeben, dann wären wir sofort wieder im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert, in feudalen Zeiten. Das wäre ein totales Desaster. Also dann könnten auch alle Startups, alles, was wir auch vielleicht wertschätzen in unserem Umfeld oder so, die könnten alle dicht machen. Also Schulden und all das, das ginge ja dann gar nicht mehr. Es ist so verrückt und es ist erstaunlich, aber dass man damit besser durchkommt. Aber eigentlich ist das vergleichbar mit, wie wenn ich jetzt in den Tagesthemen sagen würde, gegen Corona hilft vor allem Fencheltee. Ja, da würde jeder sofort den Saft abdrehen und sagen, ab in die Geschossene. Aber bei den wirtschaftlichen Dingen kann man wirklich noch viel sagen. Und das ist eigentlich sehr traurig, dass das Unwissen so groß ist. Und das war eigentlich auch so damals der Impetus, diesen Podcast zu machen, dass Ole und ich uns dachten, man müsste da aufklären. Und dann war nur noch die Überlegung, welchen Namen nimmt man? Dann wollten wir ein bisschen die CDU wählen, ärgern und haben Wohlstand für alle genommen, weil das immer das Motto war von Ludwig Erhard. Und Wohlstand für alle ist ja auch ein gutes Versprechen. Ja. Ich würde aber sagen, man muss es ein bisschen anders umsetzen, dieses Versprechen. Ja. Ich glaube, es wäre zu verstehen, also Wirtschaft ist super kompliziert. Kein Wunder, warum denn niemand aufschreit, wenn es niemand versteht. Ne? Ja, so ich meine, es ist ja natürlich, nicht jeder hat sich Lust, mit so vielen Sachen auseinanderzusetzen. Vor allem macht es jetzt auch nicht unbedingt viel Spaß. Und mit dem Staat, wie Staatsschulden funktionieren, ich kann es verstehen, dass jetzt nicht jeder Lust hat, sich mit Staatsschulden auseinanderzusetzen. Aber es klingt halt gut, von wegen, oh, da sind Schulden, die müssen natürlich abgezahlt werden, das ist natürlich dann die kommenden Generationen. Man kennt es so, ja aus dem eigenen Haushalt, ne? Deswegen halt immer auch diese... Ja, Schulden können Leben zerstören, so. Also beim Privathaushalt ist natürlich die Schuldenfalle, die ist da. Das ist halt, was der Durchschnittsmensch versteht quasi, und deswegen wird dieses, ja... Ich meine, ich weiß noch, als ich das erste Mal Geld verdient habe, und mein Geld war BAföG, hat meine Sparkasse bemerkt, oh, sie kriegen monatliche Zahlungen, und hat mir immer weiter meinen Kredit erhöht. Und dann hatte ich einen höheren Kreditrahmen bei der Sparkasse als meine Mom, die halt voll berufsfähig ist und einen vernünftigen Job hat. Weil, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt doch relativ offensichtlich, dass sie da irgendwie denken, jung und dumm, und lass den mal hier in die Schuldenfalle locken. Weil, ja, die Frau da, die wird wahrscheinlich nicht so dämlich sein. Gut, ich war eigentlich auch nicht so dämlich, aber ich weiß, dass Leute... Das war das beste Beispiel, kannte mal einen, der hat ein Handy per Raten abgezahlt noch und hat dann das Handy verkauft
während er noch Raten dafür abzahlt, um auf Raten sich ein PC zu kaufen, damit er World of Warcraft spielen kann. Hm. So muss der es sein. Der war ein also sehr, sehr impulsiver Mensch und der war natürlich für die Schuldenfalle prächtig. Aber gut, der Typ war auch Definition von Psychopath. Also wirklich wie aus dem Buch. Aber es ist schon ein systemisches Prinzip, wenn man schaut, wie viele Kreditkarten der Durchschnittsamerikaner hat. Das sind, glaube ich, 6. Und wenn man sich ansieht, wie jetzt auch die ganzen Pay-Later-Modelle um sich greifen. Bei Apple und. Also das ist ja das nächste große Business. Und das ist natürlich so ein Leben auf Kredit, ein Konsumieren auf Kredit, bis hin zu irgendwelchen Influencern, die einem einreden, ja, jetzt muss man das gerade kaufen, weil es jetzt günstig ist. Ihr könnt das ja auch dann später abzahlen oder so. Oder dass man dann Werbung bekommt für irgendwelche Finanz-Apps, die einem anbieten, auch auf Kredit mit Aktien zu handeln. Also das wird ja, das ist ja dann doppelte Spekulation. Ja, ja, sowas gibt es inzwischen auch und ist natürlich auch sehr süchtig machend. Wie ist das bei dir so mit Finanzen? Ich glaube, sehe ich da einen Bullen und einen Bären im Hintergrund bei dir? Sehr richtig, ja. Wie bist du denn, weil dieses ganze Thema Aktien, Wertpapiere und Pipapo finde ich halt sehr, ja, weil ich weiß nicht, weil ich mich damit nicht auseinandersetze, so krass, alles sehr komplex und abstrakt. Ich würde mich da gern ein bisschen mehr reinfuchseln. Bist du da so richtig drinne? Also machst du da, also kaufst du Wertpapiere, verkaufst du Pipapo, ist es so ein, findest du alles doof? Gar nicht. Ich bin da überhaupt nicht, also ich bin da drin, thematisch drin, weil ich sehr viel dazu lese, aber ich selbst handle nicht und spekuliere nicht. Ich würde auch jetzt das nicht so an sich verteufeln wollen, aber mir ist auch ein bisschen die Zeit dafür zu schade. Also ich bin vor allem jemand, der sehr viel liest und sich sehr viele Filme ansieht und ich hätte jetzt keine Lust, das so richtig obsessiv zu verfolgen und zu gucken, wie entwickelt sich das und da muss ich jetzt abspringen oder so. Und da sind auch sehr viele sinnvolle und sehr auch sehr schädliche Dinge natürlich dabei. Also man müsste dann schon sehr genau gucken, was man da eigentlich macht und dass man jetzt vielleicht die Finger weglässt von Coltanminen oder so. Aber ich würde generell sagen, dass man sich das schon erschließen kann. Also das ist ja kein Hexenwerk. Also ich habe weder BWL noch VWL studiert, aber ich habe mich schon viele Jahre überhaupt mit Wirtschaft und auch mit Finanzmärkten beschäftigt. Das war bei mir erstmal so eine ganz theoretisch-philosophische Herleitung und natürlich Marx war für mich wichtig. Aber um jetzt die modernen Entwicklungen zu sehen, was ist ein SPAC, was ist ein Fonds, wie funktioniert jetzt ein IPO oder so. Das sind dann einfach Dinge, die kann man ja nachlesen. Also ich lese halt auch viel Wirtschaftspresse, ganz klassische, wie Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Börsenzeitung. Was ich dann so ein bisschen scheue, sind die Kommentare. Da wird dann auch ganz oft vor Inflation gewarnt. Und jetzt dürfen ja nicht die Gewerkschaften auf die Idee kommen, auch mal eine Lohnforderung zu stellen oder so. Sonst werden ja die Finanzmärkte unruhig. Das muss man einfach dann ausblenden. Das ist dann immer dieses selbe, ich würde mal sagen, neoliberale Gelaber. Aber die eigentliche Berichterstattung, die da stattfindet, ist ja sehr profund. Und da kann man eigentlich sehr viel lernen. Und ich würde sagen, dass es hochspannend ist. Also bei mir war es früher so. Ich bin ja sehr stark mit der bürgerlichen Hochkultur immer in Verbindung gewesen. Und deshalb war es dann so, dass ich, wenn ich die Zeitung las, immer das Feuilleton gelesen habe und eigentlich den Wirtschaftsteil mehr oder weniger ignoriert habe. Und irgendwann habe ich immer mehr Wirtschaftsteil gelesen. Und inzwischen ist es so, dass ich das Feuilleton fast ganz ignoriere und nur noch den Wirtschaftsteil lese. Aber ich spreche jetzt hier, glaube ich, zu einem Publikum, das überhaupt jetzt gerade denkt, wovon redet der? Also Tageszeitung, das ist das aus Papier. Was? Und manchmal kaufe ich das noch. Aber ich kann auch jeden jetzt verstehen, der jung ist, der jetzt nicht mehr die Zeitung gedruckt vor sich haben will. Aber da gibt es ja auch Online-Möglichkeiten. Und es gibt auch im Podcast-Bereich oder so ja Möglichkeiten, sich zu informieren. Allerdings bei Wirtschaft muss man zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich sagen würde, da ist das meiste, was da angeboten wird, doch hoch dubios. Also wo Leute immer gleich schon ein Business damit verknüpfen und irgendwelche eigenen Fonds auflegen und. Also da lieber die Finger von weg und dann lieber Wohlstand für alle hören. Oder auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es natürlich auch entsprechende Formate, die sehr interessant sind, wo man sich gut informieren kann über das, was an der Börse vor sich geht. Man gewinnt einfach ein anderes Verständnis dafür. Es ist auch so eine komplett andere Art, Politik zu betrachten. Wenn man einfach sieht, wie jetzt gerade
die Finanzmärkte sich neu aufstellen angesichts des Klimawandels oder wie Versicherungskonzerne darauf reagieren. Und man hat dann da einen Armin Laschet, der irgendwas erzählt von, wir bauen Bad Münstereifel wieder so schön auf, wie es war, ach, noch schöner. Mhm. Ja, das ist einfach so, also man sieht das ja schon, wenn er mal so eine Konfrontation mit Experten hat, wie er dann dasteht und eigentlich nichts mehr sagen kann. Das beginnt ja schon, wenn er in der Talkshow neben Luisa Neubauer sitzt und man eigentlich nur noch darauf wartet, dass er gleich schreit, aber ich will noch nicht ins Heim. Und das ist so erstaunlich dann zu sehen, wenn man das im Wirtschaftsteil mal liest, wie weit da schon gedacht wird. Also meine These ist, die Politik ist unglaublich schnappatmig geworden. Und natürlich gibt es auch Daytrader und so, die 100-mal am Tag verkaufen und kaufen. Und dann gibt es Hochfrequenzhandel, das ist in Millisekunden. Aber es gibt auch sehr viel an der Börse, was auf Langfristigkeit aus ist, auf langfristige Investitionen. Hm. Und da spielt dann schon eine Rolle, wie es hier so 2050 ist. Haben wir dann 2 Grad mehr und hier lauter tropische Stechmücken? Und was bedeutet das eigentlich für mein Ferienhaus, wenn dann hier alles nach oben geht? Was bedeutet das für einen Immobilienkonzern? Da wird ganz anders drüber nachgedacht. Das ist eigentlich sehr schön. Und das ist ja auch eine Art des Anlegens der André Costolani, dieser alte Börsenguru, der sagt ja mal, man soll Aktien kaufen, dann Schlaftabletten nehmen, 10 Jahre schlafen, aufwachen und eine schöne Überraschung erleben. Ja, und dieses Langfristige ist, glaube ich, etwas, was einen auch ganz gut trainiert, um so politische Tagesskandale ein bisschen wegzuwischen und nicht immer nur zu gucken, was ist gerade in den Twitter-Trends. Ja, aber das, dieser langfristigen Faktor, den finde ich auch sehr interessant, weil ich habe echt manchmal das Gefühl, dass die, also sehr viele Parteien oder sehr viele Politiker, na, sagen wir doch, die Politik der Parteien, glaube ich, immer so unglaublich kurzfristig gedacht, dass auch die CDU, finde ich, denkt so unglaublich kurz, wenn sie halt irgendwie nur ihre Wähler, die sie jetzt haben, irgendwie befriedigen will, aber die komplette Jugend vergrault, die ja die potenziellen Wähler der nächsten Generationen sind. Und ich verstehe das immer nicht, wie man so doof sein kann. Und alle verprellen. Also das ist ja der Marshmallow-Test im Endeffekt. Ich meine, das kennt man ja auch, wo wir das ein bisschen mehr beobachten, was irgendwie in dieselbe Richtung geht, sind Videospielfirmen, die sich gerade, also sind ja riesige Konstrukte, die sich gerade alle nach und nach halt abschießen, weil sie sich halt komplett unbeliebt machen, ihre Top-Mitarbeiter wegfeuern, weil sie da ja auch natürlich mit Künstlern zu tun haben, die hinter ihren Werken stehen, natürlich nicht Lust haben, eine Glücksspielfalle aus ihrer Idee zu machen. Da unglaublich kurzfristig handeln, lieber ein Spiel schnell raushauen, weil wir in diesem Quartal unbedingt nochmal die Gelder hochpushen müssen und dann ein unfertiges Spiel raushauen, was dem Spiel langfristig extrem schadet, der gesamten Firma schadet, während es ja eine riesengroße Konkurrenz sich aufbaut mit den Independent Games. So, also ja. Lieber in was Geiles das langfristig investieren. Das ist sehr ähnlich zu dem, was die CDU macht, weil die können jetzt irgendwie, also jetzt haben sie die Früchte, kommen ja jetzt gerade rein. Aber das, was da passiert, ist ja, war ja abzusehen. So, also es geht ja jahrelang jetzt runter, runter, runter. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass die Wähler sterben, die sie haben. Immer weniger. Ja, ich meine, wie bei der Tageszeitung mit den Abonnenten. Ja, Aber es ist halt faszinierend, weil es halt überall das Gleiche ist. So, also es ist so eine Mentalität, wo ich mich frage, liegt es daran, also diesen Marshmallow-Test ist ja dieses Ding mit dem, du hast jetzt einen Marshmallow, aber wenn du ihn jetzt liegen lässt, kriegst du 2. Vielleicht kennen die Leute mit dieser mit der blöden Werbung, mit dem Ü-Ei da. Genau, von wegen. und ich glaube nicht, dass alle Menschen, also ich glaube, wenn man den Test macht, das ist irgendwie so ein 50-50-Ding. Aber man hat das Gefühl, dass die Menschen, die diesen kurzfristigen Marsch, also die halt den sofort reinschmatzen und halt den quasi den Fehler machen, dass das die Leute sind, die halt dann in diesen Positionen landen. So, das fasziniert mich auch. Wie wir auch meinten, Politiker haben halt einen Hang zur Psychopathie. Das ist ein demokratisches Dilemma, weil wir ja auch alle 4 Jahre Wahlen haben, was an sich gut ist. Man kann jetzt auch überlegen, ob man sie streckt auf 5 Jahre. Das ist ja etwas, was vielleicht kommen könnte, ist ja immer mal wieder im Gespräch. Aber dennoch haben wir ja dann Wahlen. Und da muss man natürlich in einer gewissen Kurzfristigkeit arbeiten, da man ja jetzt gerade an der Macht ist oder nicht und dahin will. Also man kann ja nicht Armin Laschet sagen, jetzt nimm dich mal zurück. In 10 Jahren können andere ernten, aber du nicht mehr.
Deswegen möchte natürlich jeder sofort. Und also jeder möchte den Marshmallow sofort haben, weil es nicht so ist, dass derjenige, also die Partei als Ganzes vielleicht bekommt irgendwann zwei Marshmallows, aber derjenige, der jetzt gerade da vorne steht, der hat eigentlich nur die Möglichkeit, entweder jetzt den Marshmallow zu bekommen, später wird er ihn nicht mehr bekommen. Und schon gar nicht zwei, weil er dann aus dem Spiel raus ist, auch wenn die schon zum Teil einen langen Atem haben. Und das ist ein großes Problem, diese Kurzfristigkeit. Und ich glaube aber dennoch, dass man wieder eigentlich so eine große Erzählung, so einen großen Bogen braucht, um das zu machen. Denn sonst sind eigentlich solche Herausforderungen wie der Klimawandel gar nicht zu bewältigen. Und das ist zum Beispiel in Amerika ganz schön jetzt zu sehen mit Joe Biden, den ich jetzt nicht verklären will, aber der mich doch überrascht hat, weil ich natürlich ein Sanders-Fan war, weil ich dem interessantesten fand und am progressivsten fand. Ja, aber was Joe Biden jetzt da macht, ist schon etwas Erstaunliches, dass da jemand ist, der weiß, gut, wahrscheinlich wird es für ihn nicht noch mal eine zweite Amtszeit geben. Aber ich versuche jetzt mal die Weichen zu stellen, dass man wirklich langfristig auf eine Jobgarantie hinausgeht, auf ein grünes Wirtschaften und so weiter, dass man wirklich dafür auch mal Geld in die Hand nimmt. Vielleicht noch nicht genug Geld, aber man probiert das jetzt gerade. Und da hat das schon einer erkannt, vielleicht gerade, weil er die Kurzfristigkeit vor Augen hat und schon gar nicht denken muss, ja, aber was mache ich dann in 4 Jahren? Werde ich dann noch gewählt? Sondern diese Frage stellt sich erstmal für ihn nicht. Und das braucht man, um auch zu beweisen, dass die liberalen Demokratien noch weiterhin funktionieren. Denn das ist ja eigentlich so diese große Herausforderung, der Biden sich stellt, und das macht er in fast jeder Rede ja deutlich. Es gibt da eine Systemkonkurrenz mit China. Und China ist nicht unerfolgreich, ganz im Gegenteil. Und die Frage ist, werden die liberalen Demokratien weiterhin auch wirtschaftlich erfolgreich sein? Und werden sie es mit ihren Mitteln können oder werden sie die Liberalität beschneiden müssen? Und das will Joe Biden eigentlich nicht. Deswegen ist das eigentlich diese große systemische Herausforderung, die sich stellt und die ich, so habe ich den Eindruck, in der EU auch stellt, diese Frage, auf der Bundesebene gar nicht. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, diesen Wahlkampf so unglaublich frustrierend, wenn man das mal so Revue passieren lässt, wie lange erstmal die Parteien brauchten, bis sie sich entschieden haben. SPD, gut, hat das letztes Jahr mit Scholz dann gemacht, aber erstmal dieses Riesentheater um die Vorsitzenden, die jetzt aber auch gar keine Rolle eigentlich mehr spielen. Dann hatte man Habeck, Baerbock, diese Geschichte, wo man eigentlich wohl sagen kann, naja, Habeck ist über die Parteigrenzen sehr beliebt, man hat sich dann aber doch aus irgendwelchen Gründen für Baerbock entschieden. Und dann hat man noch diesen Machtkampf Söder-Laschet gehabt, plus nochmal da internere Machtkämpfe bei der CDU. Und ich denke die ganze Zeit, ich habe jetzt hier, ja, man sagt ja so Horse-Race-Journalismus, ich habe jetzt wirklich so Pferderennen verfolgt, habe jetzt mal so alle Zahlen zusammen, aber ich bin eigentlich so doof wie zuvor und hätte doch mal gerne irgendwas Fundamentales gehört, wo ja die fundamentalen Probleme so aufgeschlagen sind, bis hin dann zu der Flutkatastrophe. Und es ist so unglaublich blöde. Ja, das ist, was ich meinte, es ist schon beleidigend irgendwie. Weil natürlich sind wir nicht bei allen Experten und alles, aber das, was sie uns ja vorwerfen, ist ja selbst für den Dümmsten offensichtlich einfach nur Humbug. Also, ja. Dieses mit den, ja, ne, oh nein, die Linken kommen, dann geht alles in den Bach runter und niemand sagt, aber erklärt das, warum? So, oder dass halt offensichtlich, ja, Fake News verbreitet werden. Ja, das und dann rennst du halt den Fake News hinterher und musst halt aufklären. Heute, wir haben eine Liste, also wir wollen noch ein Video zum Laschet machen und das ist von unserer Politiker blamieren sich einfach das Leichteste, weil man ja gar nicht inhaltlich groß drauf eingehen muss, weil er einfach hier hat er gelogen, hier hat er sich blamiert, hier wusste er nicht, wie er sich hinstellen sollte, hier hat er einen Typen beleidigt, weil was war ein TikTok-Video, sagt er zu einem, sie können ja gar nicht betroffen sein vom Hochwasser, sie haben ja noch ein Smartphone. Ja. So das, also, ach so. Ja, also es gibt, das wenn du da das halt, du. Deswegen habe ich da jetzt seit einiger Zeit so eine Liste, weil das halt so viel ist, da kommst du halt kaum hinterher. Da guckt man sich an und fragt sich halt, wie konnte es passieren, dass so jemand an die Spitze der CDU kommt? Und vor allem jemand, der halt wirklich einem Sachen erzählt, die du halt kurz googelst und 30 Sekunden später weißt du halt, dass es falsch ist, was er da gerade gesagt hat. Also heute war von wegen, dass er gesagt hat, er hat damals für die Ehe für alle gestimmt. Und es stimmt halt nicht. Das ist jetzt auch nicht mal so lange her. Das ist, was, 2017? Ja. Er hat sogar danach noch behauptet, dass es verfassungswidrig ist. Und
ich weiß, woher diese Lüge kommt mit dem verfassungswidrig. Ich weiß nicht, ob er ihm klar ist, was er da überhaupt sagt. Also man hat immer das Gefühl, er wiederholt irgendwas. Was war, man kann Stahl aus Wasserstoff machen, hat er vor kurzem irgendwie geredet, wo halt so ist so, ich glaube, du hast da irgendwie was halb aufgeschnappt. Man kann die Energie wahrscheinlich dafür aus Wasserstoff oder sowas benutzen. Ich kenne mich jetzt nicht krass mit Wasserstoff aus, aber ich weiß, dass du Stahl nicht aus Wasserstoff bauen kannst. Das macht keinen Sinn. Mutlich nicht. Also wenn, dann haben die da schon Techniken entwickelt, die schon revolutionär werden. Also wenn wir da ein bisschen die Elemente verändern, aber das ist... Es ist so einfach. Wie geht ihr denn damit um? Ihr seid ja nun auch in der Comedy vertreten. Und wie geht ihr eigentlich denn damit um? Also wie, es ist ja interessant, dass generell, würde ich sagen, die Comedy in den USA, wie auch in Deutschland, und wahrscheinlich könnte man das für andere Länder auch feststellen, Großbritannien sicher auch, politischer geworden ist. Und zugleich aber hat man auch diesen Effekt, dass man in der Politik, Trump, Johnson und so weiter, jetzt hier unseren Laschet, es mit Leuten zu tun haben, wo man als Comedian doch eher so da sitzt und denkt, ja gut, was soll ich jetzt da noch dazu machen? Also das brauche ich ja nur noch mal abspielen. Das haben wir öfter gemerkt. Wir haben einfach Sketche von uns waren einfach 1:1 Sachen, die andere Leute gesagt haben. Ja, das war nicht zu den Politikern, das war tatsächlich gut, auch zu öffentlich-rechtlichen Beiträgen oder sowas, haben wir buchstäblich Sätze 1:1 wiederholt. Und das war tatsächlich Satire, einfach nur daraus, dass wir es erzählen und dadurch es anders aufgenommen wird. Genau. Und das ist schon ziemlich gruselig. Es ist halt Comedy, oder das ist halt einfach nur noch irgendwie, du wandelst irgendwie, versuchst irgendwie noch Frust irgendwie umzuwandeln und versuchst irgendwie noch drüber zu lachen. Das ist sehr strange. Bei uns so ein bisschen das Ding ist gerade, wir hatten jetzt auch privat nicht unbedingt so das beste Jahr, dass wir uns halt irgendwie anstrengen müssen, nicht zu verbittert und nicht wütend zu werden, sondern halt lustig zu bleiben und das halt satirisch aufzuarbeiten. Du musst ja nebenbei auch noch gegen Corona irgendwie, gegen diese ganze, ich nenne es mal Depression, die weltweite Depression ankämpfen. Also. Dass man, ja, die Fröhlichkeit dabei nicht verliert, weil ich glaube, man erreicht immer noch besser Leute, wenn man sie zum Lachen bringt und halt vor allen Dingen, das war ja Satire, mag ich ja, weil du ja den Zuschauer, also du gehst davon aus, dass der Zuschauer denken kann. Ja. Und das macht wesentlich mehr Spaß, einen Witz zu erzählen, wenn du davon ausgehst, dass dein Gegenüber denken kann. Genau. Und du ihn jetzt nicht einfach hier wie ein Kind erklärst, deswegen ist übrigens meine politische Seite die bessere. Genau. So. Weil wenn du dem halt alles vorgibst, dann fühlt er sich halt ja irgendwie so geprellt so ein bisschen. Also, ja, ist ja auch so. Also als würden wir jemanden Themen sehr aggressiv. Das, ja, genau. Wir wollen ja niemandem was vorsetzen, sondern dass Leute selber dann auf, ne, also ihre Schlüsse ziehen. Ja. Das macht halt viel mehr Spaß auch einfach. Ja. Das ist ja auch das Problem bei manchen Comedians, dass ich so den Eindruck habe, ja, ich habe diesen Spiegel Online-Artikel auch gelesen. Aber ich würde jetzt mal gerne was Humoristisches noch haben. Und das ist mir bei euren Videos immer aufgefallen, dass das euch gelingt. Und das, was ich gerade sehr interessant fand, dass ihr sagtet, wir haben dann einfach manchmal Sachen noch mal genauso gesagt, wie sie gesagt wurden. Und ich hatte mal was Ähnliches, mache ja für Thilo Jung, für Jung und Naiv, dann so einmal im Monat etwa die Politikanalyse. Das heißt, ich bespreche dann Interviews, die er geführt hat und versuche, die nochmal so ideologiekritisch einzuordnen. Und da war mal ein sehr obskures Interview mit Gesine Schwan. Sie wich die ganze Zeit aus, was denn die SPD eigentlich gegen den Klimawandel denn tun wolle. Und nach 40 Minuten stellte Gesine Schwan sich die Frage nochmal selbst und beantwortete sie, beziehungsweise versuchte es und bildete dann so Satzkaskaden mit ganz vielen Abbrüchen und man wusste gar nicht, wo will sie dahin. Und dann habe ich das mir angehört, habe zurückgespult, nochmal gehört und dachte, das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss es transkribieren und dann vortragen. Und dann funktioniert es, dann erkennt man diesen ganzen Unsinn und Wahnsinn. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut und das ist ja eigentlich so eine postmoderne Strategie, also das ist etwas, worüber man in Frankreich nachgedacht hat oder worüber auch mit Judith Butler nachdenken, inwieweit man durch die Wiederholung von etwas schon eine Verschiebung herstellt, so dass das eine Kritik impliziert. Mhm. Also man kann das jetzt ganz extrem machen, indem man jetzt sich der Parodie bemächtigt, aber auch gerade indem man einfach Dinge versucht zu wiederholen und sie vielleicht in seinem Duktus sagt und nicht in dem Duktus eines Laschet, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Effekt, weil plötzlich so eine sehr
für die Analyse günstige Entfremdung entsteht, ja, sodass dann eigentlich beim Zuschauer was passiert. Also diese Kluft, die sich auftut, die ist eigentlich der Möglichkeitsraum des Denkens. Ja, du packst halt einfach dieselbe Sache nochmal so in ein anderes Licht irgendwie, also ja, ganz plump gesagt. Ja, klar, das ich ist meine, super interessant. Wenn wir es sagen, ja, kommt es ja ganz anders an, weil es ja offensichtlich jetzt ein Scherz ist. Ja. No. Aber das, ja, das ist eben die Kunst. Was auch wieder mal bei Comedy kurz einsteigen, was allgemein ich oft sehe oder das Gefühl habe, dass sich manche Comedians nicht so wirklich trauen, weiter zu scherzen im Sinne von, sie wollen irgendwie immer Partei ergreifen. So, dass sie halt irgendwie immer klar an eine Seite signalisieren, dass sie so dieser Seite stehen, anstatt einfach mal sich über diesen gesamten Diskurs überhaupt lustig zu machen. Also, dass sie halt auch mal trauen, so, dass ja irgendwie wir halt Diskussionen führen. Ich meine, bei Gendern ist ja immer dieses Ding so, alle sind sich am Ende ja irgendwie einig, dass es albern ist, sich übers Gendern zu streiten und dass man sich dann allgemein einfach da über dieses gesamte Thema lustig macht, über diese ganze Diskussion, dass die Leute sich nicht trauen. Sie müssen halt klar signalisieren, auf welcher Seite sie sind, und das, da verliert halt irgendwie, finde ich, oft der Witz so, weil man sollte auch über seine eigene Seite lachen können. Ich meine, wir sind ja auf jeden Fall. Das ist so brav. Es ist so unglaublich brav, also dass man auch so eine Angst hat, in ein falsches Lager zu gehören, oder dass man auch dann immer glaubt, dass man, die, wie du das sagst, dass auch so eine Vorarbeit leisten muss. Also man muss jetzt erst nochmal sagen, grundsätzlich finde ich die Demokratie gut und auch die Aufklärung war richtig und Frauenwahlrecht ist auch okay. Also da werden irgendwie so 100 Jahre alte, 200 Jahre alte Dinge erstmal nochmal gesagt, dass man jetzt auf keinen Fall in den Verdacht gerät, und dann traut man sich auch noch den Witz zu machen, aber den will man dann schon gar nicht mehr hören. Und das ist so langweilig. Also ich frage mich auch, warum das so geworden ist. Man kann natürlich sagen, das hat auch Gründe. Also wir haben natürlich so von rechter Seite diese Transgression laufen. Die Grenzüberschreitung ist zur Taktik geworden. Wir können das im Bundestag erleben bei der AfD, die ja eigentlich so YouTube-Clips generiert dort, die dann auch entsprechend erfolgreich ausgespielt werden. So sagte das mein Podcast-Kollege Stefan Schulz kürzlich mal, und ich glaube, er hat da sehr recht. Und wir können das aber auch sonst von rechts ganz gut erleben, dass man mit einer Grenzüberschreitung plötzlich für Aufsehen sorgen kann. Und das war eigentlich mal etwas, was eher links war. Also das ist etwas, was wir auch von der Aktionskunst oder so kennen aus den 60er und 70er Jahren. Und das ist jetzt dorthin gewandert, sodass jetzt, glaube ich, so diese Gegenreaktion ein bisschen ist, wir müssen jetzt alle die Anständigen sein und müssen auch jederzeit nochmal sagen, wie toll das ist, in einer Demokratie zu leben und prima, wie diese Kanzlerin das wieder macht und all das. Und dadurch wird es aber so unglaublich brav wiederum, und dadurch gewinnen, glaube ich, die anderen wieder, weil sie dann wenigstens noch irgendwas Böses tun. Also meine Lieblingscomedian ist ja, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, Joan Rivers. Die ist vor ein paar Jahren gestorben und die machte ja nur böse Witze. Okay. Und das fand ich aber, ich weiß gar nicht, wo sie heute stehen würde. Also ob sie am Ende sich mit Trump solidarisiert hätte, nur weil sie es verrückt genug findet. Aber das war toll, weil sie immer wirklich alle Witze machte, die unter der Gürtellinie waren, oder auch Sachen, die so die amerikanische Befindlichkeit betrafen, wo sie dann sich lustig machte über die Witwen des 11. September, wo sie sagte, na ja, gut, also das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber wenn man mal bedenkt, wie hoch die Abfindung ist, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da kommt plötzlich die Feuerwehr, wir haben ihren Mann gefunden. Oh nein! Also solche Witze hat sie dann gemacht. Und es hat aber funktioniert, weil sie auch selbst immer sagte, das hat ihr geholfen. Und sie jetzt hätte das mal sehr schön in einer Show, als ihr Mann sich das Leben nahm, bekam ihre Tochter den Anruf. Und sie war auf Tournee und die Tochter bekam den Anruf und bekam dann mitgeteilt, der Vater hat sich umgebracht. Und sie sagte, sie konnte mit ihrer Tochter tagelang nicht sprechen. Sie hat überhaupt keinen Draht mehr gefunden. Es war ja ein traumatisierendes Ereignis. Und dann ist sie nach dem Begräbnis mit der Tochter in ein sehr teures Restaurant gegangen. Und sie machte die Speisekarte auf und sagte, Melissa, wenn dein Vater diese Preise sehen würde, er würde sich glatt umbringen. Und dann ist das Eis gebrochen gewesen wieder, und mit Lachen war es wieder möglich. Und das finde ich eigentlich so toll, dass man gerade diese bösen Witze machen muss, weil die so unglaublich befreiend sind. Und das vermisse ich auch so. Also ich glaube, man könnte richtig gute böse Witze zum Beispiel auch über Annalena Baerbock oder so machen, ohne dass man dadurch jetzt gleich in AfD
Nähe oder so gerät. Ja, ich glaube, auch mit einer gewissen Selbstironie aufzutreten, das ist ja etwas, was die guten Comedians können. Das ist etwas, was wichtig ist. Joan Rivers hat immer gesagt, weil sie sehr, sehr viel plastische Chirurgie gemacht hat, ich wünschte, ich hätte einen Zwilling, dann wüsste ich, wie ich eigentlich aussehe. Und das finde ich gut. Oder auch so ein Satz, wie wenn sie da mit ihrem Alter kokettiert hat. Ja, man liest in Modezeitschriften immer, man soll sich altersgerecht anziehen. Und dann sagt sie, ja, bei mir würde das bedeuten Leichentuch. Und das ist aber sehr befreiend, wenn man so, glaube ich, Humor macht. Ja, voll. Ja, man sollte sich auf jeden Fall selber auf die Schippe nehmen können. Das definitiv. Ich meine, ja. Es ist natürlich auch, also es ist ja auch das Gefährliche, die Rechten instrumentalisieren das, sie verursachen ja bewusst, also provozieren mit dem Thema und Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber es ist ja auch so, dass man auch ganz schön was abhaben muss, also abhaben kann, tun, was? Reden. Abkönnen muss? Abkönnen tun, ja. Okay. Ich sag doch, ich kann nicht richtig reden. Ja, ja. Wir merken es ja auch, dass es, wir haben Hater heute auf eine Art, wie wir sie vor 5 Jahren nicht hatten, die Ach uns ja? permanent, also wir haben Leute, die uns in den Rechten randrücken wollen. Parallel haben wir Rechte, die uns als linksextrem bezeichnen. Jetzt hatten wir auch vor kurzem was, die uns als dumme Liberale bezeichnet haben. Irgendwie, ich weiß, da bleibt gar nichts mehr übrig. Also dass wir den Rechten zu links sind, das kann ich ja verstehen, aber dass wir manchen Linken zu rechts sind, da denke ich mir also dass Leute dann sagen, oh, hier rechts, da versucht er wieder, da ist rassistisch, da, und so denkt man sich so, das, also, das kannst du doch nicht, also, das, wo kommt das her? Aber die ja so hartnäckig sein können, dass halt viele das halt einfach, ja, da nicht drauf eingehen wollen, weil sie halt auch einfach keinen Bock drauf haben, weil das super belastend ist, was ich sogar verstehen kann. Das muss man halt auch irgendwie erstmal abkönnen. So, das macht's halt schwierig. Belastet euch das manchmal? Oder ist das dann eher sowas, was so durchrauscht? Mich belastet es auf jeden Fall. Aber ich merke auch, dass es mich, also je schlechter es mir auf anderen Ebenen geht, desto mehr belastet mich auch das. Quasi auch, wenn ich halt, also auch vor allem, wenn ich halt merke, dass ich etwas nicht unbedingt perfekt gemacht habe oder auch meine eigenen Fehler erkenne und dann halt Leute auf diesen rumreiten dann und ich halt vielleicht noch irgendwie privaten irgendwas habe, dann ja, belastet es mich auf jeden Fall mehr. Aber wenn ich halt einfach so einen richtig guten Tag habe und jemand bezeichnet mich als rechts, dann ist halt so, ja lol, was soll das? Also das ist ja offensichtlich dumm. So, also. Ja, wer uns mehr als 2 Videos geguckt hat, weiß, glaube ich, dass wir nicht rechts sind. Irgendwie. Es ist ja vor allen Dingen halt auch kein Argument. Es ist ja was auch ja. sehr, sehr, was ich sehr schade finde. Ich meine, ich höre mir ja gerne Argumente an, denen ich ja nicht unbedingt zustimmen muss. So, aber ich will ja wissen, woher die Leute kommen, weil wenn ich weiß, woher sie kommen, kann ich ja entsprechend argumentieren. Aber wenn einfach jemand nur sagt, lol, dumm, ist halt so. Also manchmal ist es nicht nur die Frage, was er meint. Ich weiß nicht mal, was er denkt, was ich meine. So, und da hast du ja gar keine Basis. So, da weißt du ja gar nicht, was du machen sollst. Und es ist nur nervig. Andererseits möchte ich halt Leute jetzt nicht einfach wegblockieren. Weil ich bin kein Fan von Blockieren, das allgemein nicht. Aber irgendwann ist natürlich dann, wenn jetzt jemand unter jedem Post versucht, Streit zu verursachen, dann denke ich mir halt, okay, irgendwo ist jetzt auch die Grenze. Weil das ja dann auch. Ja, wenn man Twitter nicht mehr öffnen kann, weil man nur noch eine Botschaft ständig von einem angezeigt bekommt, aber 100 Mal, dann muss man irgendwie dagegen vorgehen, aber man kann dann, glaube ich, Leute muten oder so. Also, dass ja, gemutet habe ich einfach viele. Noch diese sozialen Netzwerke nutzen kann, weil ich mich vielleicht auch mal informieren will und nicht die ganze Zeit nur lesen will, wie bekloppt ich bin oder so. Das ist dann tatsächlich da, aber sonst habe ich da auch wenig Probleme. Bei mir ist das auch ein gewisser Sportsgeist, den das weckt, wenn da Leute sich aufregen oder so. Ist das nicht, ich finde das ganz interessant. Es ist ja so eine Distanz da, wenn es im digitalen Raum passiert oder wenn es dann noch mal direkt vor einem passiert. Also wenn ich irgendwie eine Veranstaltung habe und dann kann ja auch schon mal jemand richtig böse werden, weil ich irgendwas sage. Und das nimmt man ja viel direkter wahr. Und ich habe aber da auch inzwischen so einen guten Mechanismus, dass ich mir dann einfach sage, ah ja, das ist wie bei YouTube. Ja. Jetzt wie so ein YouTube-Kommentar. Und dann ist es gut. Weil es einfach was schnell gedacht ist und laut also ja, ja, das war ich. Also gestern war ich zum Beispiel auf einer Tagung bei Sprachwissenschaftlern, weil ich über Influencer dort sprechen sollte. Und danach polterte ein Mann sehr, weil ich ein paar Dinge zum Thema Schulden und Staatshaushalt sagte. Oh. Und war
über die Art, wie ich es vorgetragen habe, erbost. Also, dass ich das mit einer großen Selbstverständlichkeit vorgetragen habe und mit so einer gewissen Attitüde. Und es hat ihn also richtig wütend gemacht. Und außerdem sei das auch alles falsch, was ich erzähle. Und er war so richtig zornig. Also, er hätte fast aufgestampft, glaube ich. Und da habe ich das gleich so geframed für mich. Das ist jetzt wie in so einem YouTube-Kommentar. Das Schöne war nur, dass ich dann später herausstellte, dass dieser Herr wohl die CDU auch schon in Sachen Schulden und Austeritätspolitik beraten hat, wie sie das sprachlich framen soll. Also ich glaube, ich habe da so ein Wespennest gestochen, ohne das überhaupt vorzuhaben. Das ist eher so nebenher noch so rausgekommen bei mir. Und das fand ich aber toll. Also dir nochmal so eine direkte Konfrontation. Und ich war einfach mal auch wieder froh, so eine menschliche Präsenz zu spüren. Die hatte man ja durch diese ganzen Webcam-Geschichten gar nicht. Ja, nee, das macht immer einen großen Unterschied, ja. Wir waren auch nicht viel mehr, also letztes Zeit ja auch nicht auf vielen, vielen Veranstaltungen. Ja, aber das ist immer krass, wie anders man halt miteinander umgeht, wenn man es halt digital oder in echt halt hat, ja. Also ja. Eigentlich, aber, ja, ich merke, also die Softer. Ich merke auf jeden Fall, ich finde es interessant, dass man merkt schon, dass viele Leute einknicken. Wir hatten ja den Begriff hier ja auch dann mal ins Deutsche rübergebracht, Virtue Signaling. Das sehe ich bei sehr vielen Influencern, die dann auch nicht so politisch sind, aber dann quasi halt irgendwas posten, was halt einfach irgendwie, keine Ahnung, einfach nur so ein Hi, ich bin übrigens auf der richtigen Seite. Will dann natürlich aber jetzt nicht alle an den Pranger stellen, weil manche wollen ja auch irgendwie was dazu leisten und ihre Reichweite nutzen. Aber ich glaube, allgemein muss man da auch lernen, wie Post and Ghost. Achso, naja, einfach. Posten und keine Kommentare lesen, was auch irgendwie schade ist. Weil, also zumindest auf YouTube lese ich auf jeden Fall noch gerne Kommentare bei uns, weil die doch sich sehr gut erklären, sehr ausführlich, aber da auch manchmal auch ein bisschen zu ausführlich. Habe jetzt nicht unbedingt jedes Mal Lust, einen 2000-Zeichen-Kommentar zu lesen. Aber da zum Beispiel, keine Ahnung, die Kommentarkultur auf YouTube ist irgendwie nochmal spezieller. Da, ja, die ist okay. Also, auch natürlich, außer das Video geht viral. Oh, das ist auch immer schwierig. Lustig, wenn die Kommentare wärmlicher werden. Also das Beste ist immer bei uns, wenn sich jemand über meine Haare lustig macht oder darüber, dass wir sehr schnell so schneiden. Dann, das sind immer gute Indizien dafür, dass das irgendwo hingespielt wurde, die uns überhaupt nicht kennen, überhaupt nicht mögen, was halt heißt, das Video ist viral gegangen, was ja im Endeffekt für uns gut ist. Eigentlich gut, ja. Kein Problem. Mich würde noch interessieren, auf so eine Veranstaltung, wo du über Influencer reden sollst, was erzählst du denn da so über Influencer? Also ist es eher, wollen die was Bestimmtes hören? Oder ist es, also zum bestimmten Thema meine ich, oder sollst du allgemein dann irgendwie was sagen? Oder wie stehst du zu Influencern? Influencer, weil da fand ich lustig, vor kurzem einen Artikel von dir gelesen, wo du auf Politik-Influencer à la Diana zu Löwen eingegangen bist. Die ja, stimmt, genau. Ja. Premium ist. Ja. Ja, das ist wirklich ganz toll, wenn da Leute plötzlich ein bisschen Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen schreiben oder einfach eine Markterweiterung vornehmen. Also es ist ja bei den Influencern so, dass Ole und ich uns damit auseinandergesetzt haben im vergangenen Jahr. Wir haben ein Buch geschrieben über Influencer, also Influencer, die Ideologie der Werbekörper heißt das. Und das ist im März dieses Jahres erschienen. Und seitdem werden wir natürlich viel angefragt, um dieses Phänomen einzuordnen. Aber was man natürlich von uns erwartet, ist eine kritische Einordnung. Also wir werden jetzt nicht eingeladen, um so ein schönes Coaching zu machen, wie wird man Influencer oder so, da gibt es ja auch Berater, sondern es geht eher für uns um Fragen, welche Körperbilder werden da eigentlich vertreten? Was bedeutet das denn, wenn da jetzt plötzlich alle Influencer für die gute Sache eintreten oder was machen da diese Reise Influencer eigentlich, die dann in Dubai stehen und sagen, wie toll das hier ist und dann noch den Hashtag Female Empowerment haben und man denkt, da war doch irgendwas in Dubai. Oh, ja. Ich glaube, das war nicht so empowernd für Frauen zumindest, zumindest wenn sie aus Dubai sind. Und man ja sieht das alles und wir haben das wirklich monatelang beobachtet und das war echt hart. Also wenn man täglich diese Storys sieht, dann ist man total fassungslos und wir dachten aber, wir müssen auch ein Buch schreiben, mit dem man intelligente Influencer hassen kann. Also nicht ganz so plump, ja, dass man jetzt einfach nur sagt, die sind doof und die arbeiten ja nicht, sondern die arbeiten natürlich schon viel. Das ist eine sehr anstrengende Sache, erfolgreicher Influencer zu sein. Und sicherlich sind da auch nicht alle ganz schlimm, aber es geht einfach mal um dieses Phänomen. Und das versuchen wir dann auch wirtschaftlich zu erklären. Also woher kommt das eigentlich? Wir leben ja hier im Westen und erleben das aber auch jetzt inzwischen in anderen Teilen der Erde, dass wir eigentlich so einen Nachfragemangel haben. Ja, wir sind eigentlich ziemlich gesättigt
und müssen jetzt nochmal dazu überredet werden, ein neues Produkt zu kaufen. Und wer kann das eigentlich am besten? Am besten sind so Direktansprachen. Also wenn ihr euch jetzt gegenseitig was empfehlen könnt, genau. Ich habe das schon getestet, das ist wirklich gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der andere das auch kauft. Je mehr Distanz dazu da ist, also wenn jetzt der Superstar kommt, George Clooney euch sagt, kauf das neue iPhone oder trink diesen Espresso, dann werdet ihr zwar vielleicht, wenn ihr den Espresso seht, ein positives Gefühl damit verbinden und werdet vielleicht auch den probieren, aber es ist nicht so dringlich. Und was die Influencer jetzt eigentlich ja beherrschen, ist diese auf Du-und-Du-Kommunikation. Und manche sagen das dann auch. Die haben dann 1 Million Follower. Ja, eigentlich sind wir ja wie Freunde. Und man denkt, nee. Ich liebe jeden Einzelnen. Mit Freunden kommuniziert man nämlich wirklich. Und man kann nicht mit 1 Million Follower kommunizieren. Man suggeriert das aber. Man sei die beste Freundin, der Nachbar, der Bruder, die Schwester, was auch immer. Und dadurch haben halt die Influencer die Möglichkeit, eigentlich diesen etwas erlahmten Kapitalismus wieder in Gang zu bringen. Und das versuchen wir halt auch wirtschaftlich herzuleiten in unserem Buch und können da auch sehen, dass nochmal diese Hoffnung da ist, dass der American Dream doch in Erfüllung gehen könnte. Und das sieht man dann auch in anderen Ländern, wo man zum Beispiel auch so einen chinesischen Traum jetzt konstruiert hat, von einem bescheidenen Wohlstand. In China sind Influencer mindestens genauso wichtig. In Südkorea sind Influencer noch viel wichtiger als hier. Da wundert es auch dann am Ende nicht, dass unser Buch dort übersetzt wird jetzt. Also das war kaum draußen. Da hat dann Südkorea da Interesse dran gehabt. Und dann beschäftigt man sich nochmal so ein bisschen mit Südkorea und sieht ja, okay, da ist das ja schon Staatsräson, Influencer zu sein. Und auch, dass die Influencer jetzt immer mehr so in das Streaming Business reingehen oder da dann auch Produkte präsentieren. Das ist in China schon ganz lange so und in Südkorea. Und das findet jetzt hier verspätet statt. Also man kann sehr viel auch über die aktuelle Wirtschaft darüber aussagen und auch darüber, womit man eigentlich so die Zeit verschwendet. Und das ist so schade. Es gibt ja tolle Sachen im Internet, bei YouTube, Podcasts und sonst was. Und es gibt ja auch Leute, die gute Aufklärung via Instagram betreiben. Und das sind aber selten die Leute, die dauerhaft große Reichweiten haben, sondern oft ist es dann doch so, dass gerade die besonders blöden Sachen so enorm verbreitet sind. Und das ist irgendwie auch sehr schade. Und deswegen rege ich mich natürlich darüber auf, wenn dann plötzlich so Leute dann noch sagen, ja, welchen Markt könnte ich mir noch erschließen? Ich habe jetzt eigentlich schon alles mal feilgeboten. Jetzt könnte ich mich auch noch ein bisschen an die Politik ranwanzen und mache jetzt so ein lustiges Interview mit Philipp Amthor oder so, weil ich damit auch noch mal eine Reichweite generiere oder vielleicht noch mal in irgendein Funkformat eingeladen werde oder ein Sachbuch schreiben darf, das ich dann nicht selbst geschrieben habe. Also das ist dann schon sehr, sehr ärgerlich. Und ich finde, da wäre es auch wieder gut, wenn da die Politiker sagen, nee, da halten wir eher mal Distanz zu. Aber offenbar ist das jetzt so ein neues Ding auch, dass man lieber zu den Leuten geht, die nicht journalistische Fragen stellen können. Es ist ja auch einfacher. Ich meine, wir zum Beispiel, ich würde uns niemals zutrauen, dass wir jetzt ernsthaft kritische Fragen einem Politiker stellen, weil wir einfach, wir sind halt nicht die Typen dafür, wir sind ja keine Journalisten. Wir sind jetzt nicht so krass informiert, aber ich glaube schon, dass wir Fragen stellen wollen. Ja gut, man könnte Fragen stellen, aber schon, ich traue euch das zu. Es wäre eine andere Art Interview auf jeden Fall. Es wäre kein Thilo Jung Interview, definitiv nicht. Es wäre schon auf einer anderen Ebene, glaube ich. Nee, klar. Aber es kann ja auch interessant sein für Zuschauer, weil dadurch, dass wir anders Fragen stellen, kommt ja auch was ganz anderes, vielleicht Menschlicheres oder sowas von der Person dann zurück oder so, kann ja auch sein. Ja. Was mir also zu Influencern. Man kann ja bei super vielen Influencern beobachten, die ja irgendwie mit Beauty angefangen haben, mit super oberflächlichen Sachen, dass sie ja dann zu entweder Politik oder irgendwie Öko, Green, wie nennt sich das? Öko-Fluencer? Vegan-Fluencer? Und Sinfluencer. Sinfluencer, genau. Oder darüber wechseln. Ich weiß, ich frage mich, ob das nicht nur wirtschaftliche Gründe hat, sondern auch einfach auch mit dem eigenen Ego, dass die quasi ja nach einer Zeit irgendwie ja nicht reduziert werden auf das hübsche Mädel, was einfach nur hübsch aussieht, sondern sich quasi selber was geben wollen, wirklich was Sinnvolles machen, was ja erstmal ja okay ist, zu sagen, ich habe eine Reichweite und ich möchte was Gutes daraus machen, aber das natürlich dann kommerzialisiert wird, weil dann kommen die Firmen und die sind natürlich immer da und dann bringt das Geld und dann können sie sich quasi einreden, ich mache was Gutes, während sie eigentlich ja auch doch dann wieder nur den Geld hinterherrennen und den eigenen Ego.
Ich glaube, super viele sind plötzlich, also das muss man ja quasi ja noch fast schon Respekt sagen an Bibi, die ist einfach Bibi geblieben, die, die hat nie einen Fick auf irgendwie das Influencer gegeben, die ist einfach seit Ewigkeiten so, wie sie ist. Ja, das ist krass, du bist heutzutage, also hat man ja dieses, hör, man darf nichts mehr sagen, muss aufpassen und so, und dann bist du am besten so der perfekte Mensch, da hat man immer das Gefühl, okay, jetzt sind diese Influencer, die, sehr viele Leute schauen da drauf und die müssen jetzt unbedingt die besten Botschaften irgendwie rüberbringen und dann, genau, lassen sie sich am besten noch... Kann man natürlich auch für Hass wahrscheinlich auch abbekommen. Ja, ja. Und dann lassen sie sich am besten noch dafür bezahlen von Firmen, die halt genau dasselbe machen müssen heutzutage, weil du musst ja zeigen, du bist auf der Seite, du bist auf der guten Seite, ne? Dann gibt es Greenwashing, Pinkwashing, alles. Sinnwashing, da gibt es ja alle Richtungen. Ja, das ist einfach verrückt, wohin sich das alles entwickelt. Und dann sind ja, brauchst du ja, also... Ist jetzt eine doofe Aussage, aber ich meine, du brauchst ja quasi heutzutage auch Influencer, um dich irgendwie zurechtzufinden, weil es ja so ein großes, weil du, wie du meintest, wir sind ja gesättigt, es gibt so ein großes Angebot, es gibt viel zu viel und die filtern das und jetzt filtern die sogar noch die, das, was wir denken sollen oder unsere Meinungen oder, unsere Ansichten oder? Irgendwie, es ist schon verrückt, weil man hat auch manchmal das Gefühl, die sagen dann halt auch einfach nur oder wiederholen irgendwelche Floskeln. Und ja, das ist nicht wirklich, kommt nicht von innen heraus. Also ja, hat man jedenfalls das Gefühl. Schon schade irgendwie, die Entwicklung. Ja, ich finde auch meistens die Produktwerbungen für die neue Duschlotion wesentlich glaubwürdiger als die politische Botschaft. Das ist interessant, dass das oft dann gerade nicht authentisch, wie die immer sagen, wirkt, sondern dass man dann eher den Eindruck hat, die sagen da gerade was auf, weil sie jetzt wissen, okay, das muss man jetzt so machen und das ist auch ganz gut und ich weiß ja nicht, was ich auf Dauer noch machen will. Und das stimmt auch, was ihr ansprecht. Man will natürlich nicht immer darauf reduziert werden und man kann auch gar nicht immer darauf reduziert werden. Man muss sich ja ein anderes Feld erschließen, denn diese Plattformen und auch ihre Follower sind ja sehr, sehr unbarmherzig. Es gibt eine recht gute Doku, die kennt man hier gar nicht in Deutschland, die heißt Jawline. Die lief, glaube ich, in Amerika auf Hulu. Aber gut, hier sind alle digital affin. Ihr wisst, wie man, dass man Filme sehen kann im Internet. Also Jawline heißt dieser Film und das ist eine Doku, die beschreibt, wie TikTok-Houses funktionieren. Also, dass da so ein Haus gemietet wird, da ist dann ein Manager und der hat dann ganz viele Jungs, die irgendwie zwischen 17 und 19 sind, die alle dieses TikTok-Pony haben und dann diesen TikTok-Pony haben und dann sich dann vor der Kamera irgendwie bewegen, so ein bisschen rumhampeln und sonst was machen. Und da ist sehr schön zu sehen, dass dieser Manager auch ganz klar sagt, ja gut, das geht halt so 2 Jahre und dann werden die ausgetauscht. Also dann ist die Jawline nicht mehr so da, ja, da muss man, sie austauschen. Und das ist natürlich, was passiert, ja, also dass diese Influencer, die wirklich nur mit Sexiness oder so Reichweite generiert haben, das nicht dauerhaft machen können, weil es Alterungserscheinungen gibt und auch Interessenverlagerungen und Jüngere kann man dann gar nicht mehr aktivieren, weil die interessieren sich dann eher für Gleichaltrige oder so. Und deswegen versucht man, das Thema auf was anderes zu verschieben, dass man auch die Karriere verlängern kann, klar. Mhm. Man muss sich ja allgemein immer neu erfinden. Genau. Das hatten wir ja auch. Obwohl neu erfinden vielleicht auch immer ein bisschen zu weit klingt. Man muss ja jetzt nicht 180-Grad-Kurve machen. Man darf einfach nur nicht stehen bleiben und mal ein paar neue Sachen ausprobieren, ja, genau. Ja, oder mal irgendwas leicht anders machen. Hauptsache, man bleibt nicht stehen, das ist immer ganz wichtig. Das kriegen manche besser hin, manche weniger. Ja. Aber ihr macht doch auch ganz lange schon etwas, was ihr immer so macht, oder? Ja, aber wir haben trotzdem uns dabei auch weiterentwickelt, dass wir neue kreative Formate wie vor der Kamera besaufen erschlossen haben. Genau. Das meine ich, sehr gut. Wir haben uns definitiv weiterentwickelt, aber prinzipiell auch irgendwie auch nicht. Mabel, du nervst. Ja, wir machen hier Podcast, Mabel. Geh weg mit dem Spielzeug. Meine These wäre ja, die große Herausforderung ist ja auch, etwas kontinuierlich zu machen. Harald Schmidt sagte das mal, natürlich kann man mal sowas machen wie eine Show im Dunkeln oder nur auf Französisch sprechen. Und es fallen einem sofort, wenn man immer so eine Late-Night-Show macht, ganz viele extreme Variationen ein. Man könnte mal dies machen, wir können mal auf dem Dom senden oder was auch immer. Ja. Nur die eigentliche Herausforderung ist auch, diese Kontinuität herzustellen und eigentlich so eine kleine Varianz in einer großen Gleichheit zu machen. Und das finde ich auch gerade so toll bei Formaten, die sich gar nicht groß verändern. Also bei der Filmanalyse ist es zum Beispiel so, dass sich da
fast nichts verändert, außer mal, wenn es um einen Til Schweiger-Film geht, dann ziehe ich mir auch mal den Strickpulli an oder so und rede das darüber. Das gesehen. Kann dann mal passieren. Aber sonst muss man da wirklich, glaube ich, sehr, sehr sparsam mit sein. Auch in Wohlstand für alle versuchen wir eigentlich nicht so viel Variation reinzubringen, denn die Herausforderung ist tatsächlich, so dauerhaft eine gewisse Qualität und Kontinuität zu liefern. Genau. Also ich meine, das machen wir auch im Prinzip. Also. Ich glaube, wichtig ist bei uns halt auch, dass man privat weitergeht, dass man, also unser Publikum ist ja auf jeden Fall auch älter geworden, und während wir vor 8 Jahren ja noch Witze gemacht haben über Schule und sowas, müssen wir uns ja auch jetzt eingestehen, wir können jetzt keine Witze mehr über Schule machen, weil wir sind selber nicht mehr in der Schule. Das ist nicht authentisch. Wir gehen auf die 30 zu, unsere Perspektive ändert sich, aber wichtig ist halt, dass wir diese Perspektive aufrechterhalten und jetzt nicht privat stehen bleiben. Dass wir halt neue Perspektive entwickeln, aus der wir dann halt neue Inhalte schaffen können. Ja, können. Aber im wahrscheinlich gewohnten Gewand halt. Und das ist dann diese Kontinuität. Manchmal sind irgendwie Leute von wegen, ihr seid so gesellschaftskritisch politisch geworden, was ich immer interessant finde, weil eigentlich machen wir das schon immer. Ja, nur halt, dass die Themen sich leicht geändert haben, also ein bisschen erwachsener vielleicht geworden sind. Die Gesellschaft hat sich auch verändert. Das auch, ja. So, also das ist ja, man die Sachen, wie man früher verarscht hat, sind heute, werden anders thematisiert. So. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, oder wenn man sich jetzt so Sendungen anguckt, ich meine, früher war ich großer Simpsons-Fan, ist dann ja irgendwann halt so durchproduziert, kaum, also ich glaube, da ist ja wahrscheinlich kein Schreiber mehr noch dabei, der von Anfang an dabei war. Das nimmt ja alles immer mehr ab und es verliert immer mehr Herz. Und tatsächlich einzige Sendungen, die, also wo ich, die wir auch so als Vorbild nehmen, ist halt zum Beispiel South Park. Ich liebe South Park. Manchmal, die haben so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor, den mag ich nicht so. Aber was ja bei denen halt so krass ist, es sind ja immer noch diese beiden Macher so dahinter. Die stehen das, komplett dahinter. Und jetzt haben, glaube ich, einen großen Vertrag abgeschlossen haben. Ja, genau. Die hatten ja zwischendurch sogar diesen Witz von wegen keins zu South Park, von wegen, die haben gar keinen Bock mehr. Ist ja jetzt schon die letzte Staffel gab es nicht, es gab 2 Specials, was ja wahrscheinlich mit Corona zu tun hatte, dass sie nicht produzieren konnten. Ja. Was die beiden noch nicht geguckt, erste Special ist großartig, das zweite war nicht ganz so gut, aber das erste Special ist wirklich grandios witzig. Man merkt halt einfach, dass da Leute halt einfach aus ihrer eigenen Perspektive das erzählen, ihre eigene Meinung reinbringen, ihren eigenen Witz. So, und das, also ich meine, schlimmstes Beispiel ist ja Family Guy. Ich meine, nichts gegen Family Guy, es ist ja wirklich leichter Humor, aber das ist ja irgendwie wie South Park, das er hat mit einfach irgendwie gewürfelt. Da hatten sie ja den Joke mit den Blauwalen, die da einfach random Bälle irgendwie hinbringen und dann entsteht der Family Guy Joke. Ach so, naja. Das ist ja, das ist so komisch geschrieben auf jeden Fall. Aber South Park ist sehr schlau. Das ist immer faszinierend. Also viele denken immer, das ist irgendwie so Müll, wie diese Pipi-Kaka-Sache, aber es ist so unglaublich schlau und gut geschrieben. Die sind über die Jahre so krass geworden, das ist faszinierend. Und sowas, finde ich, hat man halt auch mehr halt dann auf YouTube. Diese, wir hatten vorhin kurz vorm Podcast Live ging, hattet ihr, glaube ich, über Independent quasi, diese Unabhängigkeit, dass wir ja keine Redaktion über uns haben, was ich allgemein auch die Erfahrung habe, dass es halt Inhalten gut tut. Und die lustigsten Menschen, die ich kenne, so sind YouTuber. Also ich hatte es jetzt empfohlen, The Odd Ones Out ist ein unglaublich lustiger Mensch und wer halt auch extrem witzig ist und extrem intelligent ist, zum Beispiel Videogame Donkey. Oh ja, das ist ein Kanal, kennst du nicht? Also der macht unterschiedliche Videos, am besten sind so Kritiken zu gewissen Spielen oder sein Jahresrückblick, da geht es halt nur um Videospiele, ist halt dadurch sehr, sehr leicht, aber der sagt seine Meinung und es ist unglaublich schlauer Humor und er haut auch immer schon ein paar Dinge raus, wo das ganz klar ist, dass, also es ist ein Joke so und wenn das könnte es jetzt aus dem Kontext reißen und dann irgendwie dumm dastehen, aber er ist sehr clever, aber andererseits auch irgendwie super dämlich wieder und das er ist einfach witzig. Also das macht auch, ist auch so eine Figur quasi, also er spielt auch so ein bisschen so eine Figur. Ist sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auch in einer Art Filme gibt in die Richtung, die sich so auf so eine komödiantische Art und Weise damit auseinandersetzen. Keine Ahnung. Du setzt dich ja sehr analytisch mit Filmen auseinander. Was ist denn jetzt, also bei Filmanalyse, was ist denn jetzt in letzter Zeit? Hast du schon Dune gesehen? Konntest du ihn schon sehen? Ja, durftest schon die Pressevorführung sehen. Ja. Okay, ich will gar nicht fragen, was da wieder war. Ich will ihn selber gucken. Aber was ist denn so in letzter Zeit? Man kann es fast an meinem Gesicht ablesen. Also ich bin sehr begeistert. Es ist ein Film, auf den man sich freuen darf.
Das ist schön, weil ich war letztes Jahr, also wann war ich? Ja, ich war eigentlich nur letztes Jahr Tenet gucken. Mhm. Ja, toller Film. Großartiges Werk. Ist halt eigen. Du darfst jetzt gar nicht widersprechen. Nee, ich widerspreche auch nicht. Ich kann aber verstehen, Tenet ist nicht, also meine Freundin meint so, will ihn nicht sehen. Und ich war so, ist, glaube ich, nichts für dich. Tenet ist, glaube ich, ein Film, der nicht unbedingt jeden anspricht, weil er ja eben so nicht personenbezogen ist mit Herrn Protagonist, was, glaube ich, dann nicht so die Leute mitreißt. Ist nicht mein Lieblings Aber das wollen wir doch mal. Also das ist ja gerade das Tolle. Also dass es mal nicht wie der Wahlkampf ist, so personenbezogen, sondern dass es einfach mal um Strukturen geht und um grundsätzliche Fragen und inwieweit rast die Zukunft auf uns zu, wenn wir gegenwärtig nicht das Nötige tun. Das ist ja die große Fragestellung dieses Films. Also Klimawandel, alles Mögliche können wir darauf projizieren. Was passiert, wenn man nicht genügend Impfstoff früh genug bestellt? Dann rast irgendwann die Zukunft auf einen zu und es fehlen sie oder so etwas. Ja, das ist all da drin in diesem Film und ich finde das wirklich gigantisch. Also das war auch einer der wenigen Filme, bei denen ich sogar zwei Videos gemacht habe. Also einmal ich hatte eine Analyse und dann nochmal eine Verteidigung dazu, weil ich dachte, ich muss mich jetzt nochmal dazu äußern, weil der Film einfach sehr schlecht weggekommen ist für das, was er da geleistet hat, auch cinematografisch geleistet hat. Ich fand vor allen Dingen halt auch technisch einfach. Also technisch fand, war der sehr beeindruckend. Also diese Heist-Szene, wo sie da auf der Autobahn das da einklemmen, die war ja so clever gemacht. Und dieses mit den Vorwärts-Rückwärts ist ja halt sowas, gab's ja noch nicht. Das ist auch einfach technisch einfach wir sind natürlich auch Filmemacher in einer gewissen Weise, dass wir natürlich auch gewisse technische Aspekte einfach gerne angucken. Im Sinne, wie haben sie das gemacht? Wie ist das gelöst? Ja, wenn man selber Sachen CGI, dreht, weiß man natürlich, wie kompliziert sowas denn ist, ne? Ja, das umzusetzen. Also, ist ein guter Film. Aber gut, klar, nicht jeder muss alles mögen. So, so gewisse. Ja. Ich meine, die Endschlacht war halt dumm. Die war komisch. Die war komisch. Da muss man dieses irgendwie Häuser machen bumm und du weißt gar nicht, wer wohin läuft und was. Das war komisch. Ja, vor allen Dingen, weil es halt alles, das sind diese zwei, ich nenne sie jetzt mal Armeen, die aufeinandertreffen und du hast keine Ahnung, wer ist irgendwie und du hast keinen Bezug zu niemandem. Deswegen das so lang zu strecken. Ja, da gibt's eine Unübersichtlichkeit. Genau, genau. Und das denn dann so lang zu strecken, ist halt dann, macht halt nicht so viel Spaß, dann zuzuschauen. Wenn einfach nur Leute sterben und du keine Ahnung hast, wer das sein soll. Ja, das ist dieses typische Problem, was ja viele Filme haben, dass du ja keine Übersicht hast, was ja dann quasi ist einfach nur Actionheld, ballert ganz viele ab. Genau, da war ja gerade eben, deswegen ist ja Mad Max ein guter Actionfilm, weil die ja immer mit kleinen Schnitten gut verraten, da sind drei Leute, da sind drei Motorräder und jetzt ist ein Motorrad kaputt und du weißt, oh, jetzt sind es noch zwei Motorräder. So, du hast die ganze Zeit Übersicht und nicht dieses Marvel-Ding, geiler Move, auf einmal ist die 10.000-Mann-Armee besiegt und hä, schwierig. Ich hasse das absolut. Also das regt mich richtig auf, weil es ja auch keine Spannung erzeugt. Also da würde ich jetzt Nolan noch mal ein bisschen rausgehen. Also ich würde sagen, das kann man besser koordinieren und besser choreografieren. Aber bei Marvel nervt mich das wirklich wahnsinnig, dass man so einer 30-Minuten-Schlacht da ausgesetzt ist und es fliegen die Fetzen, aber man weiß nicht, von wem sind sie und wo fliegen sie hin. Und das ist dann nur noch so ein Pixelfeuerwerk, das sich da ergibt. Und das ist überhaupt nicht befriedigend. Aber jetzt zum Humor kann ich sagen, ist man da ja im Kino gar nicht mehr gut aufgestellt. Also stimmt. Wir haben zum Beispiel die romantische Komödie, also die gute romantische Komödie aus Hollywood, die haben wir eigentlich nicht mehr. Also das ist in den letzten 10 Jahren kaum im Kino zu erleben gewesen. Es gab dann vielleicht so einen Film wie Toni Erdmann von Maren Ade, ein deutscher Film, der auf eine ganz besondere Weise humoristisch war. Sowas kann dann schon sein. Aber sonst ist es mit Humor sehr, sehr schlecht. Also wenn ich an die alten großen Komödienregisseure denke, wie der schon erwähnte Billy Wilder oder Ernst Lubitsch oder ein Woody Allen, da ist ja eigentlich nicht mehr viel heute, wo man sagen kann, da geht man ins Kino und man muss wirklich lachen. Und ich bin ja jemand, der auch da fast masochistisch veranlagt ist, dass ich mir immer und immer wieder die Til Schweiger und Matthias Schweighöfer Komödien ansehe. Ich habe wirklich alle gesehen. Würde mal euch fragen, habt ihr das jemals so rezipiert? Also kennt ihr Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken und so? Und was sagt ihr jetzt als Profis dazu, beziehungsweise wie könnt ihr euch das erklären? Erstmal stopp, keine Profis im Filmbereich, okay. Nein, Comedy, aber als Comedian-Profis. Also Comedy ist ja schon, also das ist auch etwas, was ich ja irgendwie auch tatsächlich analysiere und sowas, auch wenn ich es nicht gerne, dann
ich mag es nicht, dann öffentlich zu analysieren, weil es ist irgendwie, dann geht mehr in die Richtung Witz erklären. Ich glaube, es ist halt das wahrscheinlich auch dann bei das Problem mit größeren Produktionen. Also natürlich bei Til Schweiger und Dings ist das Problem, die Produktion fängt ja schon schlecht an mit Til Schweiger. Ja. Aber ich glaube, selbst wenn du Talent hast und ein gutes Ding hast, dann wird es halt kaputt gemacht durch Produzenten, die halt den Witz nicht verstehen. Ich glaube, bei Comedy ist es ganz wichtig. Es muss auch relativ glaub, George R. Martin hatte das gesagt, von wegen, Kunst ist keine Demokratie. Ja. Einfach. Da muss dann einfach einer machen und du musst darauf vertrauen, dass dieser Comedian, dass dieser Regisseur weiß, wie er das macht, dass das Timing richtig funktioniert. Es ist ja auch super schwierig, den Schauspielern zu erklären dann, wie das Timing ist, weil Timing ist einer der wichtigsten Sachen bei Comedy. Und wenn du dann halt den Schnitt von jemandem anders machen lässt, wenn du der Schauspieler nicht richtig versteht, deine Vision und so, es gibt so viele Ebenen, wo der Witz nicht mehr, also plötzlich kaputt gemacht wird. Und natürlich dann auch so etwas wie, oh, wir möchten hier nicht diese Personengruppe vielleicht angreifen oder bla, und wir möchten es Richtung diese Richtung schieben. Also letzten Comedy-Film, den ich gesehen habe, deutschen Comedy-Film, ist tatsächlich Fuck You Goethe, den ersten Teil. Und ich fand den, der hatte durchaus lustige Stellen. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist dann Teil 2 und Teil 3 eine absolute Katastrophe geworden. Und da war es dann eher so, dass dann plötzlich andere Leute wahrscheinlich die Zügel in die Hand genommen haben und dann einfach nur noch Geld. Und jetzt wird das Franchise ausgeschlachtet. Aber, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, du hast bestimmt noch nicht eine Til Schweiger-Dings komplett gesehen, oder? Aber ich habe zum Beispiel auch nur Teile gesehen von Kein Ohrhasen im Fernsehen. Mhm. Und es war mir halt, ich kriege da Brechreiz halt, also oder ja. Ausschlag. Also ich weiß nicht, ich kann mir sowas halt nicht antun. Und es ist halt auch nicht auf so einer Ebene, ich kann mich dann drüber lustig machen, weil man guckt ja manchmal auch gerne so Trash-Filme oder sowas mit Absicht schlechte Filme oder die man selber schlecht findet, ja. Um sich drüber lustig zu machen. Aber das ist dann so eine spezielle Ebene, wo es mir wehtut und was ich einfach nicht möchte. Das ist wie so ein hohes, so an der Kreide, an der Tafel kratzen. Ich bin kein Fan vom deutschen Film, deswegen tue ich mir das freiwillig nicht an, vor allem, weil ich halt auch noch genug Filme, es gibt aber auch coole deutsche Filme. Ja, klar, bestimmt. Aber ich habe halt super viele Filme noch offen, die ich halt gucken muss, dass ich dann vielleicht dann eher da dann erstmal also noch einen guten alten amerikanischen Film halt nochmal gucke. Oder guck dir koreanische Filme an. Die sind super. Also ich finde es immer so doof, wenn die Leute sagen, oh yeah, Parasite und so, voll krass und so. Aber es gibt halt so viel, also noch ein paar ältere, so viel krassere, oder was heißt nicht viel krassere, Entschuldigung, aber zum Beispiel vom selben Regisseur, einfach mal alle Filme anschauen. Ich weiß es nicht, das ist eigentlich eine gute Herangehensweise. Das habe ich früher auch oft gemacht, dass ich mir wirklich das Kino erschlossen habe über die Filmografie eines Regisseurs. Dass ich was gesehen habe, das beeindruckend fand und dann dachte, was hat er dann davor und danach gemacht? Und das ist dann auch immer so eine kleine Filmgeschichte, die man da bekommt. Also an sich ist das eine ganz gute Herangehensweise, denn auch da verliert man ja sehr schnell den Überblick, wenn man sich mit Filmen auseinandersetzt. Ist es ja wie so häufig, je mehr man darüber weiß, desto größer werden eigentlich die Lücken. Also man sieht, was man alles nicht kennt. Ja, das ist, es gibt einfach auch so viel. Diese Übersättigung wieder. Es gibt und insofern ist es sehr, sehr klug, sich keine Til Schweiger-Filme anzusehen. Und mich stört auch diese ungeheure Prüderie dieser Filme. Also eigentlich ist die Komödie ja durchaus etwas Körperliches, aber die Komödie ist auch der Ort, wo tatsächlich so eine Befreiung stattfinden kann, wo das Karnevaleske sich entfalten kann. Und in Woody Allen-Komödien ist das zum Beispiel so. Oder auch bei einem Film wie manche mögen es heiß mit Marilyn Monroe, da ist das so, da spielt es am Ende gar keine Rolle mehr, wer Mann oder Frau ist oder so, ja, also da passiert wirklich was und da sprechen wir jetzt über einen Film, der aus den 50ern ist, ne? Und wenn man sich bei diesen Til Schweiger-Filmen mal umschaut, dann hat man da wirklich so eine ganz, ganz konservative Sichtweise auf Beziehung, auf Ehe, auf Sexualität und das ist so, so erschreckend zu sehen und ich bin offenbar nicht, also was heißt offenbar, also ich bin nicht prüde, dass ich mir da irgendwie einen Spaß draus machen kann, mir diese Filme anzusehen und dann auch noch diesen prüden Humor übernehme. Also das Einzige, was an mir zugeknöpft ist, ist das Hemd, aber sonst möchte ich das im Kino nicht erleben, dass man da eigentlich so ein Weltbild sich zurechtzimmert,
Naja, gut, also halt ja, so eine Til Schweiger-Weltbild, wie halt seine Vision, einige ne? Kostproben während der Pandemie von ihm bekommen. Ja, ja, der hat sich ja jetzt ja total abgeschossen. Da bin ich mal gespannt, wie es mit dem da weitergeht. Ich meine, wir waren noch nie Fan von ihm, offensichtlich. Es war ja unser alter Running-Gag, uns über Til Schweiger lustig zu machen. Aber meinst du, es kommt eher von ihm oder dass es auch einfach auch die deutschen Filmproduktionen sind, dass die da. Also, wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass gerade in den höheren Instanzen von Firmen die Leute weltfremder und altmodischer werden. Oder sind generell. Das ist bestimmt so. Aber das kommt ganz stark von ihm. Also, er hat da ja auch eine extreme Macht. Und dann hat er noch mal Leute, die ihm zum Beispiel diese Fördergelder genehmigen. Und das ist dann manchmal auch nur noch eine einzige Person. Jan Böhmermann hat das ja mal in so einem Video ganz gut aufbereitet, die dann entscheidet, wer dann die 1,5 Millionen bekommt. Und das ist dann im Zweifelsfall die nächste deutsche romantische Komödie, die weder komödiantisch noch romantisch ist. Gab es da nicht den Skandal oder mit Honig im Kopf? Ja, ich wollte Honig im Kopf. Englische Fassung, wo der, er da ja irgendwie eine englische Fassung gedreht hat, die, was war, mit 22? Nick Nolte als Diddy Hallervorden, ja. Ja, also irgendwie 22.000 Dollar oder sowas eingespielt hat, für den amerikanischen Markt produziert, deutsche Fördergelder, so ganz komisch, aber ja, ich meine. Tut weh. Das ist, ja. Ich meine, ich frage mich, ob die jetzt überhaupt. Man kann es verstehen, dass man irgendwie sagte, man will jetzt nicht noch den Amerikanern die Hallervorden zumuten. Palim, palim! Aber andererseits, Nick Nolte, ist das besser? Ich weiß es nicht. Ich habe aber den, dieses Remake habe ich nicht gesehen. Das müsste ich, stimmt, das fehlt noch. Das also kommt auf ja die Liste. Ich habe alles von Til Schweiger gesehen, aber das muss man dringend auf die Wie Liste. Wie hast du das ausgehalten? Naja, dann sitze ich im Kino und ich gehe ja dann nicht in Pressevorführung, denn Til zeigt ja keine Filme der Presse vorab. Stimmt, weil die Presse böse ist. Ja. Und deshalb muss man die Kinokarte selbst kaufen. Genau, die haben ja eine Meinung. Was ich eh meistens tue, da ich nur sehr wenige Filme in der Pressevorführung sehe. Und dann gehe ich aber, wenn, dann doch in die Ladies' Night. Und zwar ist das mittwochs dann die Vorpremiere. Ah. Und dann gibt es so ein Glas sehr süßen Prosecco. Den kann man trinken oder stehen lassen. Ich war auch schon mal in der Ladies' Night. Und dann sitzt man dort mit den Ladies und den Männern, die mit mussten dort, und guckt sich diesen Film an. Und dann muss man sich sagen, ja, auch das gehört zu Deutschland. Ja, wohl, die, also ich habe mir nur die IMDb-Wertung angeguckt und ja, also gut ankommt tut sie allgemein nicht. Ich frage mich halt, ob die jetzt überhaupt das Geld einspielen, weil irgendwann können doch diese Fördergelder. Also die Schweigerfilme schon. Doch, echt? Doch, ja, ja. Also die Schweigerfilme sind extrem erfolgreich. Aber sonst also würden sie auch nicht. Jeder. Ja, sonst würden sie auch nicht weiterhin gefördert werden, wenn sie das Geld nicht auch wieder zurück einspielen, weil die müssen es ja auch wieder zurückzahlen. Das ist und das ist traurig, das ist ein Armutszeugnis für Deutschland, das also Politik mitging. Ich glaube, da sprechen wir über 6 Millionen, 7 Millionen Zuschauer im Kino, das sind gigantische Zahlen. Hm. Also es hat tatsächlich etwas nachgelassen, also der Til Schweiger und Schweighöfer-Hype ist ein bisschen vorüber, Schweighöfer hat sich jetzt auch ein bisschen zu Netflix verlagert, aber da muss man jetzt nur drauf warten, was für ein super Coup da jetzt kommt, was er da vielleicht jetzt aufgreifen wird. Vielleicht wird er auch wieder ernster und sagt jetzt angesichts der erlebten Pandemie müssen wir nochmal ganz neu nachdenken. Zurückbesinnt. Demokratie oder so. Und davor habe ich eigentlich noch viel mehr Angst. Dann ja, doch nochmal lieber irgendwie die schöne Hochzeitskomödie. Ich meine, der Grund, warum ich Til Schweiger so hasse, war ja nicht mal seine Filme, sondern ein Interview, wo er über Gerichtsurteile von Sexualverbrechen gegen Kinder redet und dann halt quasi sagt, so ja, die Richter sollen sich ja mal in die Menschen einversetzen, die sollen sich ja da hineinversetzen, wie das ist, wenn das die eigenen Kinder sind, wo ich mir denke, so funktioniert Justiz nicht. Genau darum haben wir ja unabhängige Richter und so, dann kam alles zusammen und mein Til Schweiger hasst, ging immer weiter. Es wäre toll, wenn alle vor Gericht sich erstmal so in richtig heftige Emotionen versetzen und dann müssen Urteile gesprochen werden. Das ist bestimmt toll. Das, so funktioniert unser Rechtsstaat. Ja. Aber zum Kino. Da ist es ja, also habe ich so ein bisschen die Sorge, es geht ja alles Richtung Netflix und sowas. Mhm. Und ich meine, der Markt ändert sich. Wir haben ja auch ein Video zu Kino gemacht, wo wir auch meinen, die Kinos müssen ja auch ein bisschen sich modernisieren. Die können nicht einfach 20 Euro für schreckliches Popcorn verlangen und darüber sich halt finanzieren. Aber da gab es jetzt auch einen Streit mit Disney. Und allgemein habe ich das Gefühl, dass sich halt immer weniger Produktionen lohnen. Wo ich mich halt frage, wie siehst du das, dass halt dann nur noch so eine Marvel-Franchises ins Kino kommen oder allgemein das Kino ja immer weniger wird und eigentlich nur noch so ein
Freundestreffen-Ding ist und eigentlich gar keine Filme mehr exklusiv fürs Kino gemacht werden. Weil, ja, ich meine, letztes Jahr war halt speziell. Jetzt kommen ja ein paar Filme, auf die ich mich freue. Anscheinend ist ja auch Dune gut, James Bond kommt, Spider-Man, ja. Matrix, obwohl ich bei Matrix überhaupt nicht einschätzen kann, aber ich mag Keanu Reeves. Ey, das kann Keanu Reeves, dann gucke ich Film. Boah. Ja, Matrix ist halt, ne, vielleicht ist die Pause ganz gut, vielleicht hätten die ja auch eine längere Pause machen, aber damals machen müssen. Aber Regie führt jetzt nur noch eine der beiden Wachowski-Schwestern, also ist es auch nur so halb so gut wahrscheinlich. Ist es ein Film, wo ich reingehe und mal sehen, entweder enttäuscht er mich. Also die Wachowskis haben ja dann doch viel Unrat produziert in den vergangenen Jahren. Ich hoffe, dass sie dann wirklich ein Update uns präsentieren können zum Matrix. Also dass man das jetzt nicht nur narrativ ein bisschen weiterspinnt, sondern man muss dann eigentlich auch wieder einen ikonischen Film schaffen, der jetzt Medialität, Digitales, Analoges, Vision und Wirklichkeit nochmal neu verhandelt. Also das muss dann schon daran anknüpfen, sonst braucht es eigentlich keinen vierten Teil. Da bin ich auch sehr gespannt, aber skeptisch. Worauf ich mich auch sehr freue, ist der neue Bond natürlich. Hm. Und ich würde sagen, dass das Kino sicherlich bestehen bleibt. Also wir werden aber mehr nebeneinander her haben. Also es wird schon immer mehr so sein, dass wir Filme auch gerade streamen können oder sie im Kino erleben können. Ich bin aber gar nicht so sicher, ob es dauerhaft sinnvoll ist, wenn man jetzt mal nur wirtschaftlich darüber nachdenkt, weiterhin nur auf diese Großproduktionen zu setzen. Denn man sieht ja immer nur diese eine Seite, hat 800 Millionen Dollar eingespielt. Und da muss man sich aber mal fragen, ja, aber was wurde dann investiert? Und der Film hat dann vielleicht 300 Millionen Dollar gekostet. Das heißt, man konnte dann gerade mal etwas verdoppeln, was man investiert hat. Das ist ja gar nicht so viel. Viel sinnvoller ist es ja, man hat einen Film, der 20 Millionen gekostet hat und 200 Millionen einspielt. Ja? Das ist wirklich was, da hat man was verzehnfacht. Und so funktioniert ja eigentlich auch ein unternehmerisches Handeln. Insofern glaube ich, sind das zwar sehr, sehr sichere Häfen, wenn man diese großen Franchises macht. Irgendwie wird man dieses Geld schon reinbekommen und vielleicht kann man es auch verdoppeln. Aber es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass man sagt, ja, hat 300 Millionen gekostet und hat 3 Milliarden eingespielt. Ja, das passiert dann auch mit dem chinesischen Markt und dem indischen Markt nicht mehr. Insofern wäre eigentlich eine kluge Strategie, wieder mehr auf kleinere Produktionen zu setzen, was man im Horrorfilm ja sehen kann. Ja, da stimmt. Gibt es ja dann sowas wie It Follows oder da gibt es die Filme von Jordan Peele, die dann doch zeigen, aha, man kann jetzt plötzlich da Überraschungserfolge haben und hat relativ kleine Budgets für Hollywood-Verhältnisse. Und das ist, glaube ich, eine große Chance. Und da sehe ich auch noch eine Möglichkeit für das Kino. Denn wenn man jetzt, um das schon mal so vorwegzunehmen, was ich in der Filmanalyse dann vermutlich am Sonntag sagen werde, das schon mal vorwegzunehmen zu Dune, diese Fragen, brauchen wir das Kino noch? Die stellen sich nicht mehr, wenn man Dune gesehen hat. Ja, so eine Filme also sind dann wirklich, ist das beantwortet. Ja, einfach ja, so epische Sachen. Es gibt halt für Filme, ja, Dune ist auf jeden Fall ein Film, weil man es ja auch so Komödien ist ja etwas, da brauchst du jetzt nicht unbedingt die große Leinwand, oder ich zumindest nicht, aber Dune, James Bond oder sowas, Action allgemein, finde ich, ist halt mehr was für Kino und natürlich Dune wird ja hoffentlich von den Bildern auch leben. Ich muss ja sagen, Leinwand, ich sehe ja auch Komödien gerne groß, aber ich habe ja ein erotisches Verhältnis zum Kino. Das Tolle am Kino ist ja, dass ich da Menschen überlebensgroß sehen kann. Das heißt, ich kann Menschen größer sehen, als wenn ich ihnen direkt gegenüberstehe. Und deswegen finde ich das Kino so reizvoll, weil ich diese großen Großaufnahmen habe, Gesichter sehen kann, wie ich sie sonst nie sehe. Und das ist für mich das besonders Tolle am Kino. Und das kann auch bei einer Komödie sein. Und für mich ist das eine fast erotische Erfahrung, da zu sitzen. Hm. Nee, das stimmt schon. Ja, sind ja Voyeure, wenn wir uns etwas ansehen. Ja, das ist einfach eine ganz besondere Stimmung. Das stimmt schon. Ich finde auch zum Beispiel, ich kann teilweise in so großen Seelen einfach viel besser mit anderen Leuten auch so lachen. Dann wirken die also die Emotionen werden irgendwie nochmal so multipliziert irgendwie so ein bisschen. Das hast du halt auch. Da war ja dann auch, dann kann man sich ja auch einen Film antun, wie als wir dann alle zusammen angeguckt haben, den Lochis-Film oder ja, stimmt, der Lochis-Film, genau. Das war ja auch Perlen oder was auch ganz geil war, ich glaube, einer meiner besten. Habe ich auch gesehen. Natürlich. Ah, schön. Einer meiner besten Kinoerlebnisse war, wir sind irgendwie regelmäßig zu so Sneak-Previews gegangen.
abends in so kleinen Grüppchen. Und an dem einen Abend kam der Film Seelen. Ja, das war der lustig. Grauenvollste Film überhaupt. Und das ja. Geile war, jeder, der in diesem Kino saß, ne, du weißt ja vorher nicht, was läuft, jeder fand den so scheiße und die Leute haben immer Sachen mit reingeredet, wo dann der ganze Saal angefangen hat zu brüllen. Und es war einer der witzigsten und coolsten Kinomomente, dass alle damit eingestiegen ja. sind. Das, so eine Dynamik ist einfach ja wundervoll, wenn sowas entsteht und sowas kann halt zu Hause nicht passieren. Was ich aber immer komisch finde, ist, wenn Leute so sagen, so, hey, wir haben uns lange nicht gesehen, lass uns mal zusammen so zu dritt, zu viert ins Kino gehen. Ja gut, das ist, ja. Da denke ich mir so, hä? Toll. Jetzt sitzen wir jetzt hier endlich mal wieder nicht miteinander reden. Ja, so. Was? Schlechte Idee. Geht nicht mit euren Freunden ins Kino, wenn ihr was mit euren Freunden machen wollt, weil dann macht ihr nichts mit euren Freunden. Also, beziehungsweise, naja, also ich gehe natürlich sehr häufig allein ins Kino. Ich gehe aber auch im Jahr 160 Mal ins Kino. Wenn ich da jetzt immer eine Begleitung für suchen muss, dann wird ja. das ein bisschen mühsam. Und ich genieße es auch tatsächlich sehr, allein im Kino zu sitzen. Nicht immer. Und ich freue mich auch, wenn ich mich danach mit jemandem über einen Film unterhalten kann oder so. Stimmt, ja. Aber es ist schon so, dass ich sehr gerne allein gehe. Ich liebe es auch, solche Vorstellungen zu besuchen wie mittags um 16 Uhr in irgend so einem Multiplex. Und das ist, weil alle anständigen Leute woanders sind und ich sitze dann da im Kino, das hat dann so ein bisschen was Verbotenes. Das finde ich gut. Aber ich glaube ja auch, dass Freundschaften nur dann funktionieren, wenn sie auf was Drittes ausgerichtet sind. Das heißt, wenn man irgendein Fundament hat oder irgendetwas hat, wo man zusammen hinblicken kann, dass man sich nicht nur gegenseitig in die Augen blickt und sich irgendwie gegenseitig bestätigt oder sich nur erzählt, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt, sondern dass man auch gemeinsam etwas erlebt und da drauf blickt, auf eine ja. Leinwand oder das kann auch im Museum auf dem Bild sein oder so und dass man sich darüber austauscht. Insofern ist der freundschaftliche Kinobesuch auch gut, aber tatsächlich würde ich es doch eher bevorzugen, wenn man sich lange nicht gesehen hat, dass man ja. dann nicht gleich sich in den dunklen Saal begibt, sondern vielleicht erstmal in Restaurant oder so sitzt. Ja, ja, ich glaube, nee, bei Kino ist es ja auch eher so in Richtung von wegen, wenn eh alle den Plan hatten, den Film zu sehen, dann kann man es ja auch zusammen machen. Genau. Und danach nee, kann man sich immer noch betrinken. Genau, und zusammen reden. Nee, das macht schon Sinn, definitiv, klar, sich zusammen was anschauen und dann drüber reden, ist natürlich auch sehr fein, ja. Aber das mit den Perspektiven ist auch so, oft sagen ja Leute immer so, das ist voll traurig, dass wir so uns auseinandergelebt haben und nicht mehr irgendwie miteinander reden können, aber es ist halt so, wenn du halt zwei verschiedene Wege gehst und ja. die einen bauen Haus, machen Kinder und die anderen leben halt ihr selbstständigen Party-Berlin-Life oder sowas. Ja, das ist natürlich. Dann ist es ja. halt einfach ja. so, dann wechseln sich halt die Freunde, weil man halt andere Sachen hat, andere Wege, die man geht und andere Sachen, Ziele, auf die man hinarbeitet. Und dann ist es halt so, so ist halt Leben. Ich finde aber, das ist so krass, wenn Leute dann so traurig sind und irgendwas hinterher weinen, was halt dann einem nicht weiterbringt oder nicht weiterhilft. Man muss ja nicht sich ne, im Bösen trennen oder sonst irgendwas. Also ach ja, das ist ja immer das Schlimme, wenn die Feiertage kommen. Insofern war Corona gut, man durfte ja niemanden sehen. Aber ja. wenn kein Corona gerade ist, an Weihnachten kommen ja Leute nochmal auf dumme Ideen und schreiben SMS. Mm. Oder, also ich bekomme noch SMS, weil ich kein Smartphone habe, aber ihr bekommt dann eine WhatsApp vielleicht oder so. Und dann schreiben die, wir haben uns so lange nicht gesehen. Und das wäre doch jetzt mal ein guter Anlass. Und ich denke mir, vielleicht hat das ja gute Gründe, warum wir uns lange nicht gesehen haben. Und man könnte auch sagen, war schön, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Lassen wir es dann noch so ein bisschen so. Also ich will jetzt nicht kaltschnäuzig wirken, aber bei manchen Leuten ist man doch auch froh, dass gut ist. Und ich glaube, zu denen man Kontakt halten will, zu denen hält man dann auch Kontakt. Und man verliert sich gar nicht so aus den Augen, sondern da sind dann auch einfach Wege anders oder Ansichten sehr anders geworden oder so. Und ich habe schon große Kontinuitäten in meinem Leben, also dass ich da nicht flatterhaft bin. Aber ich muss nicht immer alles noch mitschleppen und so, dass man dann irgendwann sagt, man muss mal so ein ganzes Theaterensemble da haben, die so einen Freundeskreis vermitteln, sondern ich glaube auch, dass es manchmal vielleicht auch nie besonders tiefsinnig war oder so und dass es sich dann nochmal besonders zeigt, sobald sich die Lebenswirklichkeiten ein bisschen verschieben. Also da bin ich dann auch eher dafür, dass man dann noch Dinge auslaufen lässt oder so. Man muss da auch nicht immer über alles nochmal 100 Jahre reden, sondern dann ist auch einfach mal gut. Und das ist auch sehr befreiend. Und ich glaube, wir haben das große Thema, das hat sich ja bei der Pandemie auch gezeigt, ist ja das der Einsamkeit. Und Einsamkeit ist pandemisch.
Das ist etwas, was Lauterbach schon vor Corona immer wieder auch getwittert hat, dass er sagte, ja, das ist eigentlich auch wie so eine Pandemie, die Einsamkeit. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass viele sich nicht lösen und irgendwie sagen, ach, man müsste sich da nochmal melden, man müsste sich nochmal sehen. Aber wirklich befriedigend sind diese Treffen dann nicht, statt einfach auch dann auf was Neues zuzugehen und dann nochmal eine neue Lebensmöglichkeit sich zu erschließen. Und das ist eigentlich etwas, was sehr, sehr gut ist. Und das ergibt sich vielleicht dann eher, wenn man Interesse geleitet an die Sache rangeht. Also damit meine ich, welche Interessen habe ich und finde ich vielleicht jemand, der ähnliche Interessen hat? Und oft ist es ja so, dass manche Freundschaften, die man so mitschleppt, so sich die mal entwickelt haben, so eher als Elendsverbände. Ja, wir haben nun beide da irgendwie gelebt und man wusste nicht und so, dann hat man sich da, das hat ja auch vielleicht geholfen oder so, aber das muss man ja nicht immer so durchführen. Und deswegen glaube ich, ist Freundschaft, wenn sie auch noch auf etwas ausgerichtet ist, wesentlich fruchtbarer und hält dann auch länger und erfrischt dann einen auch viel mehr, wenn man sich tatsächlich über etwas austauschen kann, dass man nicht bei den Dingen, die einen interessieren, ständig auf ein Selbstgespräch angewiesen ist. Und dann muss man sich aber irgendeinen Quark anhören von Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt, aber die haben gesagt, das und bla bla bla. Ja. Ach, stimmt wohl, ja. Nichts hinzuzufügen. Ich mag Einsamkeit, schreibt jemand in den Chat. Das ist ja interessant. Ja. Aber wie lange? Doch, das wie lange? Das finde ich aber eine sehr gute Eigenschaft eigentlich. Also ich glaube, man muss auch Einsamkeit in gewisser Weise lernen, um sich auf Dinge konzentrieren zu können. Bei mir ist das ja sehr viel Lektüre und dann braucht man das auch. Und die Frage ist dann, ob das Einsamkeit ist oder ob man gut allein sein kann. Also Einsamkeit ist ja schon so ein Gefühl, das nicht positiv vielleicht ist, aber das Alleinsein. Es gibt von Marlene Dietrich, dieser berühmten deutschen Filmdiva, die eine Hollywood-Karriere machte, einen sehr schönen Satz. Und zwar hat die sich ja die letzten 15 Jahre ihres Lebens zurückgezogen in ein Pariser Apartment, um nicht mehr von Kameras gesehen zu werden, um das Image in der Öffentlichkeit zu erhalten, das sie aber nicht mehr erfüllen konnte, weil sie natürlich gealtert war. Und dann wurde sie aber nochmal von Maximilian Schell, dem deutschen Regisseur, besucht für eine Dokumentation. Er durfte sie nur nicht filmen, sondern durfte nur ein Tonband mitlaufen lassen. Mhm. Und da spricht er sie auch auf die Einsamkeit an. Und dann sagt sie, ich lese Bücher. Wer Bücher liest, ist nie einsam. Ich kenne überhaupt keine Einsamkeit. Und sie macht auch diese Unterscheidung zwischen allein und Einsamkeit. Und das ist eigentlich sehr, sehr clever, das zu tun. Und ich glaube, allein sein können ist eine große Voraussetzung auch dafür, um wieder in Gemeinschaft sein zu können. Also wenn man zu leutselig ist, ist es vielleicht auch den anderen ein bisschen lästig. Ja, ich weiß es nicht genau. Also, große Fragen. Das war wirklich, das ist jetzt am Ende. Das ist jetzt nämlich, was ich vorhin meinte, als wir angefangen haben, dass es so nach anderthalb Stunden ist man halt langsam so. Der Kopf raucht. Der Kopf raucht. Und aber das ist gut. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, was ich dazu beitragen soll. Ehrlich, also es war gut, ich meine, aber. Jeder muss aber auch selber wissen, wie man einsam sein kann oder nicht oder allein sein kann oder so. Ja, genau. Vor allem sagen viele im Chat auch gerade noch, allein sein und Einsamkeit ist ja was ganz anderes. Genau. Das ist ja wichtig. Ich weiß zumindest, was bei mir in meiner Beziehung sehr gut funktioniert, ist gemeinsam allein sein. Im Sinne von, wir koexistieren, sind dadurch nicht alleine, aber eigentlich sitzen wir nur nebeneinander und machen unsere eigenen Dinger. So, und ja, da muss jeder selber halt wissen, weil manche Menschen kommen besser mit klar und manche nicht. Muss jeder wissen, wie er kann. So, weil im Endeffekt sind wir alle Sozialmenschen, also Sozialwesen. Komplett alleine dauerhaft ist, glaube ich, schon etwas, was nicht alle können. Aber muss ja jeder selber wissen. Muss wahrscheinlich. Ich habe was Schönes gesehen bei Markus Lanz, da war Jürgen von der Lippe und der sagte, dass er ja seit vielen, vielen Jahren in einer festen Beziehung lebt, aber seine Frau hat genau den richtigen Abstand zu ihm. Sie wohnen beide in Berlin, aber die Taxifahrt dorthin kostet 50 Euro. Und das ist ein sehr guter Abstand, mit dem man die Beziehung frisch hält. Das fand ich eine ganz gute Marke. 50 Euro. Wow. Da überlegst du zweimal. Ja, er verdient auch ganz gut. Ja, kann ich mir vorstellen. Naja. Okay.
Gut. Ja, gut. Dann, ich würde sagen, es ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt knapp ein bisschen über 2 Stunden. Ja, genau. Wir wollen dich auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wir könnten doch, mit einer Pause vielleicht dazwischen noch mehrere Stunden weiterreden. Ja, Filme kann man, glaube ich, noch viel sagen. Aber ich glaube, vielleicht irgendwann mal nochmal dann mit mehr Filmen, weil ich habe in der letzten Zeit nicht so viele Filme gesehen, muss ich sagen, was ich jetzt wieder ändern will. Ja. Nicht nur Kino, sondern auch privat. Ich glaube, Filme haben wir jetzt, war jetzt noch nicht so viel. Ja, durch Corona aber ein bisschen weniger Filme. Es hat Spaß gemacht. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ja, auch. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns so viel erzählt hast. Alle Leute, die hier noch da sind, schaut euch den Kanal Wohlstand für alle an. Oder die Filmanalyse, nee, nur Filmanalyse, Entschuldigung. Findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr draufklicken. Du hast auch den Podcast, die Wilden 20er? Nee, die. Entschuldigung. Die 29er. Ob sie wild werden, das wissen wir noch nicht. Aber irgendwas hieß doch die Wilden 20er, oder? Ja, das sind die alten 20er. Okay. So mit Kabarett und so weiter, Berlin, ja. Okay, ja, stimmt, genau. Deswegen bin ich gerade verwirrt gewesen. Aber ob es wild wird, wir werden sehen. Stimmt. Genau, also schaut gern bei Wolfgang M. Schmidt rein. Und genau, wir sehen uns im Stream, glaube ich, nächsten Mittwoch. Und nächste Woche gibt es den nächsten Podcast. Genau, wir versuchen es jetzt wieder wöchentlich hinzukriegen. Also nochmal großen Dank an dich. Ich danke euch. Ich mache jetzt den Stream aus, aber du musst nicht sofort abschalten, deine Kamera. Dann können wir uns noch richtig verabschieden. Okay? Machen wir. Guti. Ja. Tschüss, Chat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Stream.